hallo, hallo, hallo. Schönen guten Abend. Wir sind jetzt endlich in dem Spiel wieder. Und heute spielen wir mit Manni. Da freue ich mich schon drauf. Die ist auch schon online. Ich will nur noch ein paar Sachen einrichten und dann joinen wir dem Discord. Das pinnen wir einmal an. Yes. Ist am Ende des Streams. Yes. Und dann Multi. Einmal starten. Und die baut da fröhlich an ihrem Haus. Anlagen. Genau, Anlagen. Oh, hi. Hi. Ich brauche tatsächlich Strom, das ist ja nervig. Komme ich wieder runter? Ah. Hallo. Hallo. Moin. Mein Gott, da kommen sie auf einmal alle. Ja. Baue gerade meine Dings um. Die Reinigungsstation für Säure. Wasser. Weil irgendwie brauche ich kein sauberes Wasser. Das verschmutzte Wasser macht immer auch gereinigtes Wasser und mein Tank ist immer voll mit gereinigtem Wasser. Hm. Okay. Also irgendwie ist es unnötig, da extra noch frisches Wasser zu machen. Aber ich habe auch, wie viele Pumpen? 4 Stück. Und 2 große Osmose Wasserfilter. Ich glaube, bei mir hat er komplett alles weggebraten. Was? Auch das Ding, oder wie? Ja, der hat, ich glaube, auch die Säure reingepackt. Echt jetzt? Jugendfair. So, das sollte doch jetzt eigentlich funktionieren mit diesem komischen Licht, oder? Du musst gucken, wie viel Licht der Mais braucht und dann musst du die Lampe einstellen. Ach, hast du jede Lampe einstellen? Oh, nee. Wie viel braucht der denn? 100. Dann sehe ich das. Oh. Das war die falsche Taste. Jetzt habe ich schon wieder das Motorrad in der Hand. Biene hat mich einfach weggezogen. Ich frage mich, wie die Säure hier hochkommt. Hm. Interessant. Magic. Das ist echt Magic. So, jetzt noch das Ding hier. Jetzt ist aber gut, oder? Jetzt ist hell genug für dich, Pflanze, oder? Nee. Mal ein Traum. Sie will noch mehr. Ich bin nicht. Was? Wie gemein bist du? Mehr ist ausgegangen. Ey, bin ich gemein. Ich bin ehrlich. Danke Team Endercraft für den Lurk. Für den Lurk. So. Weiter anpflanzen. Ist die Pumpe so schwach, dass sie so langsam da hochpumpt? Was? Hier hat sich doch nicht gerade etwa eine Pflanze beschwert, dass sie nicht genug Licht abbekommt, oder? Wie sieht's mit Wasser aus? Bewässerst du die jetzt alle selber, oder wie? Ja, ich habe so ein automatisches Bewässerungsdingsbums gekauft, das muss ich aber noch anwenden. Ja, da brauchst du Wasser und Strom. Ja. Manu. Also einfach ist es nicht. Ja, da wo ich jetzt meine Pflanzkästen hingestellt habe, kann ich das sowieso nicht machen. Da muss ich sowieso von der Hand bewässern, weil da kann ich ja nirgendwo was aufstellen, anständig. Kannst du nicht nur eine Reihe hinbauen an Fundamenten? Fundamente wahrscheinlich nicht, aber vielleicht Decken. Mal gucken. Mein Kochosaurus Rex ist übrigens lustig. Habt ihr auch einen platziert? Ja. Der ist lustig. Was macht der? Kochen.
Ja, genau. Wenn du was anfängst zu kochen, dann stellt er sich an den Herd und speit Feuer drauf. Auf dein Essen. Hm. Ungefähr so. Oh Gott. Warte, warte, warte. Oh, da habe ich nie zugeschaut. Ah. Weil ich mehr das Gefühl habe, dass er mein Haus abbrennt, als dass er hilfreich ist. Mhm. Woher kommt das schmutzige Wasser? Das verstehe ich nicht. Hast du einen Regenauffangbehälter oben auf deinem Dach, das da reinfließt? Nein. Meine Pumpen sind alle im verseuchten Gebiet. Naja, du kannst ja auch den Regenbehälter aufstellen. Ich will ja kein Gesäug... Ich will das Wasser ja gar nicht. Ja, vielleicht hast du irgendeins übersehen? Ich will verunreinigtes Wasser. Ja, das wüsste ich. Ich habe die Base doch erst gestern neu gebaut. Tja, dann, muss ich dir leider gestehen, können wir dir nicht weiterhelfen. Der Mod ist nicht so geil, wie ich dachte. Was ist ein schwerer Angriff? Mit einer schweren Waffe vielleicht? Ja, Rechtsklick. Ach so, mit Nahkampf? Nee, Fernkampf. Ich hab einen Mod, wo der Statuseffekt zu einem schweren Angriff wird. Also sind diese instabilen Bomben. Vielleicht wirklich, dass das dann gezählt wird wie so ein Granatwerfer oder sowas. Vom Damage her ist es gefühlt irgendwie weniger. Ja. Dann müsste ich dir da leider auch gestehen. Weil das Geile bei dem anderen, von dem lilanen Mod, da kriege ich Schadensstacks, wenn die Bombe explodiert. Und das vermisse ich irgendwie. Das ist wieder eine leichte Schweinerei. Also, und schwierig. Naja, ich lasse erstmal das drin. Gut, ich muss meine Beleuchtung von den Pflanzen nochmal machen. Ich dachte, die geht 3, aber die geht nur 2 Blöcke weit. Hm. Was? War deine Sorry. Spinne, oder? Anscheinend. Sie ist gerade 1,50 Meter nach hinten gerollt. Das nimmst du auch. Geh mal mal. Wie du gespannt auf ihr Video guckst. Ah, es gibt doch die Clip-Funktion, oder? Beweg dich! Gibt's irgendwie eine Taste, wo man das Video groß machen kann? Scheiße! Geh weg! Verpiss dich los! Verzieh dich in die Ecke, wo du herkommst! Ruf deinen Hund! Mila, ich hab deine Spinne, kannst du mir mal helfen? Das musst du ihr noch beibringen! Guck mal da! Hast du gar keinen Bock drauf, ne? Merk ich schon. Was will sie nur von mir? Aber echt gut. Ist immer was vor? Geh doch einfach weg! Bitte! Ja, das war's mit Stream bei ihr? Ja. Bei dir das gibt Ding es so... Ist... Ja. Bei dir gibt es diese Option, du könntest einen Erwachsenen rufen. Nein, es ist doch nur eine kleine Spinne. Aber es ist eine Sprengspinne.
Ah, die kleine Zebraspinne so ungefähr. Also so. Oh, wie süß. Aber wir sind doch so klein. Ich mache die Kamera aus. Sag ihr, dass sich gerade alle freuen. Nein, man sieht dich nicht, man hört dich nur. Gott, ist sie. Ja, ich brauche irgendwas. Die läuft mir weg, wenn ich sie hier drauf habe. Ja, nimm ein Glas, stell es drauf und Papier drunter. Ja. Versuchen, kein Bein einzuklemmen. Genau. Das ist eine Springspinne. Was? Die springt. Ja, ja. Gib mir irgendwas, ein Glas oder irgendwas. Hol mir was. Ja, ich bin ja unterwegs. Mann. Einmal mit Profis. Oh. Ein Treffer, eine Schwachstelle ist gewährt, Schwachstellen Schaden. 10% für 30 Sekunden. Ist sie schneller, gleich ist sie wieder weg. Jetzt hin. Weg. Oh-oh. Dieses Oh-oh. Tja, das war's mit der Spinne. Oder mit dem Zimmer. Eins von beiden wird jetzt verbrannt. So, da durch. Der Mod ist nett, aber nicht praktisch für die Waffe. Oh, danke schön. Bitte. Für die nächste Spinne. Ich ruf dich dann, ja? Lieb dich! Hi. Hallo! Hast du es überlebt? Hm. Aber nur ganz knapp, sie hätte mich fast gefressen. Ja. Hm. Muss ich den Mund aber ganz schön weit aufmachen. So dick bin ich nicht. Sie ist aber nicht mal so groß wie ein Fingernagel. Das Ding ist der Nate auch nicht. Das ist keine Ausrede. Eine Granate ist auch nicht groß. Das ist aber was anderes. Nein. Doch. Nein. Eine macht Bumm und das andere springt nur. Ja, und dann mache ich Bumm, weil ich aus dem Weg springe und mich auf die Fresse lege. Weiß jetzt auch gar nicht, was daran so lustig sein soll, wenn ich ehrlich bin. Hört sich so an, als ob das schon mal passiert wäre. Nein. War die auf einmal auf meiner Tastatur? Ich will gar nicht wissen, wo die herkam. Er hat sie Eier gelegt. In die Tastatur rein. Der Blick. Wenn ja, habe ich den Eiern jetzt einen geblasen. Dinge, die ich nicht online sagen würde. So. Kurz noch, kann ich mir eine bessere Rüstung bauen? So, ich habe doch bestimmt schon einen Kekskrümel. Wunderbar. Ich wusste, ich habe welche. Ich
habe sie sogar unten in der Leiste. Und das ist ja jetzt bitter. Davon soll man einen essen. Fucking ne? Stuhl! Yep. Nice. Dafür okay. Gibst du deine Säure aus. Hast du das Säure? Ich glaube. Ja, 4. Ja, die 23 habe ich vorher schon gemacht. Brauchst du noch einen? Oh, ich kann sogar als Stuhl rumlaufen. Nein, ich habe es nicht verstanden. Ich habe eigentlich mal gemacht. Einmal. Das gezählt hat, weiß ich gar nicht. Wie ist denn das? Ja, hat gezählt. Nice. Ach ja, wenn der Pilz für dich erntet, ne? Das zählt nicht. Das zählt nicht. Leider. Ja. Jetzt muss ich den Pilz mal vielleicht deaktivieren. Ja, ich hab dem jetzt einfach die Dingsens weggenommen. Das Hämchen, boah. Könntest aber auch Aktivierungsschwelle auf 100 machen. Ja, und dann legt er genau dann los, wenn ich, ne? Ja. So, was pflanze ich an? Ach, da sind noch ein paar Pflanzen. Ich hoffe ja, dass irgendeins von den Dingern, die ich jetzt gepflanzt habe, mutiert ist, weil dann habe ich die andere Quest auch gleich mit erledigt. Welche andere Quest? Du musst irgendwas Mutiertes pflanzen, was du selber eingepflanzt hast. Ah. Was wir vorhin geredet? Ich hab vergessen, die Verkabelung anzubringen. Ach Kacke, der Pilz macht trotzdem. Man muss ihn doch wegnehmen. Eine Pflanze vermutlich halt nichts mehr Neues ein. Ja. Würde ich mal behaupten. Ach ja, und die Sprinkler nehmen nur gereinigtes Wasser an. Nicht? Mhm. Aber auch diese Superreine nehmen sie auch, glaube ich, an. Ja. So, das ist gereinigt. Aber ich denke mal, abgekocht ist auch. Ja, abgekocht ist auch, aber die nehmen kein dreckiges Wasser. Aber du kannst mit dem, hier, wie heißt das Zeug noch? Du kannst dreckiges Wasser nehmen, um die Pflanzen zu gießen. Aber nicht mit den Sprinklern. Was ist eigentlich der Moneybus? Nicht meiner. Hab ich auch nie gesehen. Den Moneybus. Wie ich den Wassertank eigentlich da rein, bitte? Ah, nice. Jedenfalls. Haben die zu viel Sonne? Nee. Auch noch komplette Sonne. Was haben die denn für Probleme? Große. Ich wollte gerade sagen, Pflanzen haben immer Probleme. Hä, die wollen Wasser, aber das Ding steht doch nicht mal einen Block weit weg. Wieso hast du kein Wasser? Ist doch kaputt! Lass mich raten. Falsch geraten. Was? Ich glaube, man kann. Ich habe die Wasserstreuer, also diese Wasserbewässerungsteile, habe ich immer aneinander geschlossen. Aber ich glaube, die brauchen alle eine separate Anbindung vom Wasserkrank weg. Ja, das kann gut sein. Also, ich habe es zumindest gemacht und beide laufen.
Meine drei, mein, von meinen drei laufen nur eins. Oh. Und das ist der erste. Hm. Oh, und schon läuft der nächste. Felder sind fertig. Oh nee, jetzt kommt das Licht hier rein. Was? Hier vielleicht auch nicht. Ach, nicht. Nichts, nicht. Ich hab's gesehen, es war lila. Mac. Wow, jetzt habe ich einen Kohle hergestellt, was ich gar nicht machen wollte. Das mit dem richtigen Tasten ist immer noch schwer. Ja, echt so. Kann das irgendwie sein, dass das Spiel immer schlechter läuft? Kann gut sein, weil es werden immer größere Objekte, denke ich mal, gebaut. Lol, ja. Wenn ich mir hier allein meine Kreuz- und Querverkabelung anschaue, das sieht und schon schick aus. Drück einfach, was war es, L oder T? L. Ich glaube, ich sollte neue Generatoren anschließen. Hast du nur einen? Nein, ich habe vier. Aber auch das scheint mir gerade etwas zu wenig zu sein. Die Pumpe braucht 10. Pro Lampe 1, pro Wasserspender. Okay, du hast keinen Wasserspender. Pro Lampe 1, dann der Ofen braucht, glaube ich, 5. Oder irgendwie so. Ja, 5. Ja, ich kann ja einfach in die Dinger reingucken und gucken, ob noch irgendwo ein KW frei ist. Wenn nicht, ja, dann muss ich das probieren. Richtig funktioniert. Ach nee, guck mal, ich habe noch was frei. Das passt. Ich kann hinten dieses Wasseraufbereitungsteil wegballern, oder? 11 Watt habe ich noch übrig. Lass ihn gerade. Kannst nicht abrasen, weil da Wasser drin ist. Yes. War so klar. Sollte ich mir Gedanken machen, was unter dem Kostüm ist? Da ist ein Reißverschluss. Ich möchte ihn gerne aufmachen. Mach rein. Hast du mal geguckt, was passiert, wenn du dich ins Bett legst und vielleicht geht er dann auf und aus dem Reißverschluss kommt ein Fotoapparat raus? Ich werde in diesem Spiel einfach nie wieder schlafen. Muss man auch nicht. Nö. So, bitte, Spiel, bitte lass irgendwas hiervon mutieren. Irgendwas, mir ist scheißegal was. Irgendwas muss mutiert sein. So, einen Fragen habe ich jetzt. Wie benutze ich denn die Angel, die ich nicht mehr in meinem Inventar habe, offensichtlich? Moment, falscher Reiter. Muss im Inventar sein. So, ich habe sie jetzt unten. Und du hast Köder. Okay, die tust du runter, ja, dann wählst du die aus. Dann kannst du schon nicht mehr rennen, weil die Angel so schwer ist. So richtig, dann klickst du einmal. Drückst du R. What the fuck? Dann drücke R. Und dann, und dann länger gedrückt halten, wenn er fertig ist. Und dann hast du einen grünen Kreis und du musst dann, also einen roten Kreis, grünen Kreis, musst versuchen, dass er grün ist, dann wirfst du hin, dann wartest du, bis unten es blinkt. Und ja, dann hast du geangelt, dann klickst du drauf und den restlich verstehe ich auch nicht. Ich drücke doch mal Maustaste. Ich habe das auch noch nicht so ganz verstanden, wie das geht mit dem Angeln. Weil an sich darf unten, wenn du unten rechts schaust, dieses Gerissen darf nicht sein, das müsste voll sein. Ja. Und das obere muss sich füllen. So, du kannst die Angel jetzt natürlich links und rechts schwenken, da ändert sich der Status. Du solltest nicht durchgehend die Maustaste gedrückt halten. Weil das macht den Riss schneller von der Angel. Also. Oh, ja. Also, warte, wenn es blinkt, klicke ich einmal und dann. Genau, dann kannst du mit der linken Maustaste sozusagen die Kordel aufziehen. Wenn du einmal klickst, dann zieht sie die Kordel auf. Und du musst den Fisch halt langsam herziehen. Und ja, der bewegt sich halt weg. Es ist, ja. Ja. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ah, okay. Der Dampferonkel hat gerade geschrieben, das ist ein Bossgegner, der Moneybus.
von diesen Primärkriegen. Das, was wir gestern da gemacht hatten. Ah. So, ich habe ein Großmaul bekommen, passt zu mir. Oh, Spuddy will mich von Once Human ablenken. Nein! Das geht echt. Hallo Fisch, komm mal wieder. Hä, was ist denn hier dein Problem? Komm wieder. Warum schwimmst du denn immer weiter weg? Wie kann ich das verhindern? Ich habe gerade random eine Saisonziel abgeschlossen. Was hast du getan? Ich habe ein Bild mir angeguckt und dann sollte ich wohin fahren. Dann habe ich mir das zweite Bild angeguckt. So ist da verschmutztes Wasser drin. Ich check's einfach. Ich verstehe das Angeln nicht. Ich auch nicht. Also, Dampferonkel ist mit dem Spiel durch. Er hat alle Quests fertig und die nächsten kommen erst nächste Woche. Oh, wow. Uff, okay. Nicht schlecht. Ja. Aber da muss er ja richtig hart reingesuchtet haben. Naja, wir spielen auch nicht wirklich produktiv. Nein. Wie packe ich denn die Angel jetzt wieder weg? Escape. Oh. Das macht natürlich relativ viel Sinn. Möchte sich irgendeiner von so einer Welle angreifen lassen, die wir zusammen machen? Ich hoffe, dass sie nicht bei mir auf dem Grundstück sein muss, weil sonst habe ich halt verkackt. Also ich würde bei Money machen, oder? Ich auch. Ihr seid doof. Bei mir passiert nicht viel. Wie meinst du das? Bei mir schon, weil ich keine Verteidigungsanlage habe. Ja, genau. Das Teil steht gerade einfach nur auf einem Podest rum. Sogar angeschlossen. Mhm. Habe ich mal irgendwas an Verteidigungsanlagen freigeschaltet, weil ich mir gedacht habe, brauche ich nicht. So denkst du also. Hm. Können wir ruhig machen bei mir. Ich weiß aber nicht, ob die funktionieren. Ja, bestimmt. Ich. Hallo, so habe ich nie gebaut. No. Boah, noch eine Kiste. Meine Kisten sind alle voll. Das erste Antibiotikum damit. Aber wenn ihr wollt, kann ich euch gleich erstmal porten für ein Saisonreiseziel. Oh ja, sehr gerne. Erstmal Munition herstellen. Tower of Doom. Türmchen mit 3 Stockwerken mit Türmen drin und 4 unten an jeder Ecke. Kommt nur selten was durch. Okay. Und dann in den Turm hinein diesen Filter oder wie? Wie, wo war was? Ja, für die. Ja, ein Türmchen und was machen? Auf jedem Stock. Also eigentlich so, wie du auch gebaut hast. Ja, und unten das Teil zum Reinigen, okay. Ich habe halt 2 Türmchen gebaut. Ja, ich glaube, das ist nicht so das Problem. Okay, dann füge ich mal das Reinigungsteil und unten rein. Zwischen den Sandsäcken. Ja, ich könnte euch eben porten. Schön eingebaut, dass sie nicht direkt reinkommen. Ja, macht Sinn.
Ja. Bin bright. Oh, ja, anscheinend darf man das nur mit Freunden benutzen, die auch in einem Team sind. Ja, das ja, lässt sich ja... Sinn. Also, wem soll er sonst wissen, wen er portet? Ja, das ist, Ach so, ja. Der portet einfach jeden aus dem Hive oder aus dem Kampftrupp Gedöns. Kommen 30 Spiele. Also ihr müsst als erstes das Buch auf dem Tisch ansprechen und dann das Bild hier ansprechen. Bei mir ging das irgendwie von hier aus. Okay, nein. Bild, Buch habe ich angesprochen, aber ist nichts passiert. Lass mich diese magische Leinwand nochmal finden. Ich würde alles dafür geben, sogar mein Talent. Welche magische Leinwand? Ist hier keine Leinwand? Mhm. Nee. Oh. Bei mir ist auch keine Quest. Hier ist eine Leinwand, aber... Das Witzige ist, wenn ich weiter wegstehe, steht's da. Mysteriöses Gemälde, rote Sande, aber wenn ich hingehe... Ach ja, jetzt steht's da auch bei mir. Steht da, aber man kann es dann... kann ich es auch untersuchen. Oh, wieso kann ich nicht? Na, kannst du den Server porten. Bup, Game aus. Ja, ich habe jetzt das mysteriöse Gemälde mit einem X drauf erhalten, aber keine Saisonbelohnung. Nee, das kommt gleich. Hast du es aufgezogen? So. Nee, krieg's nicht. Drück mal Q vielleicht? Ja, stimmt, dadurch kam es bei mir. Oh, ja. Ja, jetzt ist es da. Ja. Danke für die Info. Hui, Belohnungskiste. So, wo ist jetzt die Belohnung? Mein Schatz. Ja, ich muss noch eben 1 Minute 30 warten. Und hier ist es so weit weg, oder wie? Ich werde da zu dir geportet und dann kann man da... Wir müssen oberhalb der Stadt, ich habe da einen Point hingesetzt. Okay. Dann muss man Häuschen. Warte mal, oberhalb... Du meinst so links oberhalb von der 35er... Nee, Moment. Oberhalb von Zogen. Also einfach die Straße runter vom... Ach, da. Und jetzt einfach nach oben. Gerade hoch an der Kreuzung. Genau da. Achso, ja, ich kann mich nicht teleportieren, wenn ich auf dem Motorrad sitze. Das macht natürlich ganz viel Sinn. Das macht natürlich ganz viel Sinn. Schön, hier landet man einfach direkt im Wasser. Was, wo? Bei mir? Mhm. Interessant, bei mir nicht. So, also oben an der Kreuzung. An der da? Ja. Das ist der Gästeport, da weißt du. Die Gäste, die kriegen alle nasse Füße und ich port mich ins Trockene. Mhm. Ja, alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ja. Du schwimmst ein bisschen durch Morost, okay, durchs gute Wasser. Natürlich. Das reinste Wasser von allen. Na klar. Unreinigtes Wasser pumpe. Hey, da ist Anna und Level 99. Und da steht Spieler 1 dabei. Also bist du das? Bist du Level 99? Ja. Nice. Ach komm, leuchtet blöder Luftballon. Jetzt da. Oh. Komm, nächster Luftballon. Nein, jetzt muss ich nachladen. Vorsicht, der macht sehr gut Aua. Da
man auch irgendwas machen kann. Gut. Kein Zugang zum Spaltanker. Höchst tragisch. Wir müssen mal die Story weiter. Ja. Ja. Das aber wäre, denke ich, gut. Ich muss ja um 20:30 weg. Ja, da müssen wir reinhauen. Worauf warten wir denn noch? Ah, da ist der Bus. Da ist der Bus. Und da ist das Leuchten, was er meint. Die Kiste. Bus, 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 Bus. Sehr cool. Bus, warte auf mich. Ja, da macht eh nichts. Spielt AFK. Aber müssen wir so einen Moneybus nicht irgendwie töten oder so? Wie kann man töten? Ich weiß es nicht. Ist das nicht irgendwie ein Saisonziel? Ja, irgendwie auf die Schwachstelle schießen oder so. Er hat echt Damage bekommen, aber auf den Fuß. Aber ich sehe keine Lebensanzeige. Könnt ihr mich porten? Oh, jetzt kniet er sich nieder. Ja, komm, knie dich nieder. Braves Büfflein. Bist du so weit weg? Sekunde, ich komme in die Kiste. Ja. Oh oh. Hilfe. So, dann muss ich kurz ins Inventar. Ich hoffe, ich sterbe nicht währenddessen. Und die 9. Au! Hat das funktioniert? Ja. Gut, weil mich das Vieh gerade weggekickt hat. Ach ja, hier sind Feinde. So. Mani, bleib hier! Nope. Da wird sie entführt von einem bösen Bus. Ich bezweifle irgendwie, dass das Ding stirbt. Hey! Okay, wo ist die Schwachstelle von dem Vieh? Ja, das frage ich mich auch gerade. Hier ist alles immun. Gib weg! Lass mich in Ruhe. Die greifen mich alle an, bitte! Moment, geben die nicht Säure? Yes. Nee, Kosmetikkoffer. Toll. Ach, die geben auch Säure. Und Toilettenabsaugglocke. Cool. Nicht immer. Da, mein Käffchen. Das ist nur ein Bus, den man einmal am Tag plündern kann. Nicht töten. Wir müssen ihn töten! Ja, irgendwie. Er ist vermutlich ein anderer. Nicht der. Oh, an jedem Bus kannst du einmal am Tag. Ja, aber, ja. Ich glaube, der Aufwand ist es nicht wert, jeden Bus zu suchen. Nee, wenn wir mal rausfinden, was die Schwachstelle von ihm ist. Hä? Also den kann man wohl nicht töten. Nee, aber... wir müssten nur die Schwachstelle einmal treffen. Meinst du wirklich, dass der eine Schwachstelle hat? Obwohl, triff 500 Mal Manibus Schwachstellen. Hä? Warte mal. Eigentlich, in welcher Kategorie ist denn das? Herausforderung. Herausforderung. Ah, okay, ja, ich hab nur mal. Aber ist das wirklich der Moneybus? Wieso sollte das der Moneybus? Gibt sowas, der nennt sich Google. Ja, rat mal, was ich mache. Schauen wir mal, was der Moneybus ist. Manibus Gameplay PvE Szenario.
Ah. Die schreiben hier gerade, der kommt in Saison C6. Hä? 5, sorry. Aber warum haben wir das denn jetzt schon als Aufgabe drin? Das ist ja voll doof. Die ist anscheinend buggt. Cool. Kluge Entwickler. Mhm. So, ich brauche Wasser. Und ich muss meine Schuhe reparieren. Beziehungsweise neue bauen. So, mir fehlen jetzt nur noch 110. Bis ich das nächste voll habe. Und das Traurige ist, selbst dann kann ich mir die Waffe nicht kaufen für 8000. Heißt, wir müssen eine Welle machen und danach die Hauptquest weiter. Klingt nach einem Plan oder klingt nach einem Plan? Klingt nach viel Zeitaufwand. Ja. Ja, und einem Plan, oder? Ja. Gut. Throgen machen wir bei dir oder bei der Cock? Bei mir kann man nicht. Bei mir auf jeden Fall nicht. Na gut, und dann auf zu Throgen. Boah, werde ich einfach überstimmt hier. Mein Arm ist auch eigentlich. Ach ja, du hast auch eigentlich gar kein Mitspracherecht, was das gerade angeht. Wow. Frauen sind böse. Ich muss aber noch die Geschütze unten anschließen. Habe ich noch nicht angeschlossen. Dann L? Nee, T was? Oh nein, T was auch nicht. What the fuck? Was? L, was ist T eigentlich? Bei T hat er irgendwas gemacht. Kann man da die Base versetzen oder so? Boah, das weiß ich nicht. Dann irgendwas in dem Ding drin. Nee, mit Z versetzt man die Base. T ist das Camp. Achso, okay. Hier. Und der Bus ist kein Mani-Bus. Aber warum nicht? Ist ein Bus. Oh, ich hab jetzt dat. Okay. Also, ich möchte zumindest mal schauen, ob der Sturm angeht. Nur muss ich den anderen vermutlich abhalten. Ich noch schlüpfen. Dann gibt es keinen Strom haben. Weg. Ich geh den Strom an. Strom. Ja, Strom. Hat du Strom? Der arme Hase. Du Strom. Und du? Auch Strom. Perfekt. So, dann wollte ich auch zum Trieb. Wow. Miets. Oh ja, ich kann es flauschen. So, wo ist meine private Kiste? Hier ist die private Kiste. Süße Miete. Das ist gut. Ist die Frage, ob wir wirklich alles reinwerfen wollen oder das ein bisschen teilen. Und 30er Monster Level. Ja. 3 Wellen in 5 Minuten. 2 Elite Gegner. Starten wir. Mal schauen wir mal, wie viel noch hier von meiner Base übrig bleibt. Wenn du den ansprichst, dein Base-Teil, da kannst du einfach reparieren klicken und dann legt er sofort los. Ja, die greifen uns schon an. So. Ja, ich weiß schon, aber ich weiß halt nicht, wie es hinten aussieht.
etwas, was hinten passiert. Stehen ja doof rum hinten. Ich weiß nicht, ob wir alles töten müssen, weil da ist eine Spinne im Wasser, die wir nicht angreifen können. Und ich weiß auch nicht, ob das für uns alle zählt oder nur für dich. Das ist die nächste Frage. Das werden wir dann sehen. Aber da das ja ein Gruppenevent ist, glaube ich eigentlich eher, dass das für alle zählt. Ja. Ohne bessere Axt. Papapapau. Und wie sieht's vorne aus? Ja, ganz entspannt. Ups, ich bin runtergefallen. Hinten sind welche gespawnt. Oh. Da ist schon der erste Elite. Eine Regenschirm-Elite. Oh. Rückseite vom Gebäude. Die haben meine Küche weggerissen. Ja. Eine Frechheit! Meine gute Küche! Da war doch was drin! Warte mal, hier ist noch irgendwas. Ich glaube, es hackt. Ich kann das Ding nicht angreifen. Weil das greift deine Base an. Welches Ding? Die Spinne im Wasser. Mit V, Nahkampfangriff. Außer du schwimmst, dann ist es schwierig. Ich brauche nur kurz ein bisschen Leben vielleicht. Nee, hinten ist was gespawnt. Oh, der Boss. 20.000 Damage. Ach komm, glück nicht so dumm rum. Ach, die Eier unten sind kaputt. Dann halt legen. Und geh doch außen rum. Bist du da mitten drüber? War's das? Weiß nicht. Kommt nicht noch irgendeine Meldung oder so, dass wir es geschafft haben vielleicht? Haben wir es noch nicht geschafft. Irgendwo müssen noch Vieh herumhüpfen. Ah! Das. Eine Scheißwerbung. Jetzt sind wir, glaube ich, durch. Da oben auf dem Dach? Ja, ich muss jetzt da rum aufs Dach. Wie soll ich denn da hochkommen? Weißt du wie? Da oben aufs Dach. Vor allem, das schwebt immer höher.
Wir haben es, glaube ich, nicht geschafft. Wir haben nur die Hälfte bekommen. Von dem, was dran stand. Oh, 3400 Sternenchrom. Wieso hast du mehr bekommen als ich? Oh, 3415. Ich habe nur 2400 bekommen, wie unfair. Ach, mein Limit ist erreicht. Ich kann mir meine Waffe kaufen. Ich auch. Wuhu, auf geht's. Ich weiß wieso, mein Limit ist erreicht. Man kriegt glaube ich irgendwie nicht mehr als so 40.000 oder so, aber da steht 40 von 40. Keine Ahnung, was das bedeutet. Wieso hast du so viel davon? Da ist Geld geflossen. Ich merke das schon. Mhm. Nehme ich jetzt KVD-Bumm oder nehme ich Raubtier? Ich nehme KVD-Bumm. Bestätigen. Was kann die denn Schönes? So, LMG. Wo ist denn? Da ist es doch. So, jetzt habe ich doch eigentlich, müsste ich doch jetzt hier Saisonziele. Was kostet das? Erhalte einen legendären Waffenbauplan aus der Wunschmaschine. Das habe ich doch gerade gemacht. Aber von einem anderen Spieler, oder? Erhalte einen legendären Bauplan aus der Wunschmaschine. Nee, aus der Wunschmaschine. Es steht Erhalte. Vielleicht musst du da Glücksspiel machen. Mhm. Wahrscheinlich. Das ist gemein. Geht mal ihr in die Maschine und schaut mal, was unten bei euch steht. Wöchentliches Limit. Unten rechts. Ah, du kannst 40 davon pro Woche machen. Von dieser Reinigung. Wellen? Ja. Nee, ja, nicht 40 Stück, 40 Wellen, sondern irgendwie 40.000, 4.000, glaube ich. Okay, kannst du halten. Was steht bei dir dran? Weil bei mir steht 40 von 40, obwohl ich es eigentlich bis jetzt zweimal gemacht habe. Vielleicht das Level, was du maximal machen kannst oder so. Und guten Abend, Zuschauer. Ja, ich habe mir die Score geholt. Score. Ach ja, 40 von 40 erreicht, ja. Ja, also wir können wohl nichts mehr machen. Nee. Aber gut, ich habe jetzt meinen Bauplan. Ich werde mich jetzt kurz in meine Base verkrümeln und gucken, dass ich das Ding zusammenbastel. So, ich brauche mir meine Schuhe. Und dann kann ich anfangen, mir meine Rüstung zusammenzusammeln, damit ich nicht mehr mit Tier 2 Rüstung rumlaufe. Wäre ratsam. So, LMG. Wieder. Ich habe keinen Stahl mehr. Cool. Du könntest natürlich auch versuchen, erstmal die bessere Werkbank zu holen, dass du T5 bauen kannst. Oder welches Level bist du? 39. Ja, dann machen wir ein paar Hauptmissionen und dann... Würde ich entweder leveln... Kannst aber nicht freischalten. Hast du schon wieder alles in den Hausbau reingesteckt? Ja, ich brauche Automatikteile. Wo ist die denn überhaupt? Ach, Moment, da, ne? Nee, das fortschrittliche... ist die Waffenbank. Die Waffenbank ist, glaube ich... Fortschrittliche Ausrüstungsbank. Ach doch, Moment, die kann ich freischalten. Nee, die da, ja. Ah ja, perfekt. Cool. Heißt, ich werde die jetzt gleich bauen und die alte erstmal wegreißen. Pass auf, und dann kann ich Stufe 5 noch gar nicht bauen, weil mir dafür alles an Materialien fehlt. Nee, dir fehlt eher das Level, um sie anzuziehen. Ja. Brauche ich Level 40? Yes. Ah, ich bin erst Level 38. Yes. Miese Zeiten. Die will ich halt ärgern. Ich merke das schon. Ja, dann müssen wir jetzt Hauptmissionen machen, damit ich vom Level aufsteige. Ich muss noch Rüstung bauen und überlegen, welche Rüstung ich mir hole. Schwierig. Ja. Nein! Was? Die Putti. Nicht? Gar nichts. Okay. Alles super. Ich glaube, ich muss mit dem Internet gucken, was die Leute so sagen, was man als Sniper mit Bombe wo nehmen soll. Wie eine Schwachsinn. Da ist eigentlich diese Ballisten nicht schlecht. Ich mache da mehr Damage, ich lade 20% mehr schneller nach. Obwohl, das hatte doch auch diese Einsamkeit, oder? Einsame Rüstung oder so. Oh Gott.
Irgendwie so hieß sie doch. Ich finde sie nicht. Einzelgänger. Magazinkapazität. Kapazität brauche ich nicht. Nee, dann war das die, Das war die Abtrünnigen. Ja, danke. Okay. Namen merken ist nicht so mein Ding. Ich kann zweimal, dreimal machen. Was war der dritte Story-Boss? Dampferonkel. Kann gut sein, dass die wir Spinne. Da noch waren. Ach, die Spinne. Ja, den haben wir gemacht. Echt? Was ist das, die Spinne? Ah, oh, fuck. Das ich hab dir vergessen. Ja, der erste war der Machine Gun. Genau. Dann kam der Baumtyp und dann die Spinne. Haben den Baum schon gemacht? Ja, das war der zweite. Ah, das ist der, den ich so gemacht habe. Ja. Genau. Das ist überhaupt kein Problem. Wir haben Clips gemacht. Wenn du bei Money auf den Channel gehst, kannst du dir da einen vorzüglichen Clip zu angucken. Oh, ihr seid so gemein! Aber leider nur einen. Ich hab mich auch nur einmal erschreckt. Ja. Aber sonst war das dasselbe Verhalten wie eben gerade mit der Spinne im echten Leben. Das hast du ja auch nicht gesehen. Hast du dazu einen Clip gemacht? Aber man kann ja den Wort nachschauen und das dann genau zurechtschneiden. Hat euch eigentlich schon mal jemand gesagt, dass ihr ein bisschen arschig seid manchmal? 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 Hm. Wahrere Worte wurden nie gesprochen. Das arme Tier gestorben am Tinnitus. Oh. Aber ich hab's nicht getötet, ich hab's rausbringen lassen. Ah. Es lebt noch. Irgendwo zuckend auf dem Balkon. Nein, wir haben es vom Balkon runtergeschmissen. Okay. Zuckend auf dem Boden. Ihr seid so gemein. Ich habe gar nichts falsch gemacht und trotzdem seid ihr gemein zu mir. Tja, wir bereiten dich nur auf den Ernst des Lebens vor. Da du jetzt in der Arbeitswelt angekommen bist und noch ganz frisch dabei bist, müssen wir natürlich erstmal dich vorbereiten. Es wird immer schlimmer. Ihr werdet immer gemeiner. Die Arbeitswelt. Aber vorher schon gearbeitet. Das sagst du. Ich habe vorher schon gearbeitet, nur halt nicht so viele Stunden in der Woche, weil ich den Rest lernen musste. Mhm. Ich habe wirklich gelernt. Ja. Ihr seid alle Kacke. Was habe ich denn jetzt gemacht? Du bist dabei. Mann! Doof seid ihr. Oh, ja. Willkommen in Mobbing für Fortgeschrittene Part 1. Du hast dir Bum Bum hergestellt? Ja. Bum Bum? Willst du jetzt was dagegen sagen? Hm? Nee, nee, es sah nur lustig aus. Ich muss nur Level 40 werden, damit ich es auch benutzen kann. Ja, dann. Lass uns Hauptmission machen. Mhm. Oh, Moment, sind jetzt nicht auch wieder Aufgaben freigeschaltet? Oh ja.
Es gibt jetzt wieder Wackliss. Wo stelle ich den Aktivatoren her? An der Nachschubwerkbank. Warum kann ich nur einen herstellen? Muss man eben bei einem von euch nutzen. Nächsten. Bitte, dankeschön. Ja. 9 von 10 Leute finden Mobbing in Ordnung. Ja. Ja, dem kann ich zustimmen. Zuschauer ärgert hauptsächlich mich. Oh, was gibt es denn? Oh, gib 5 Nachrichten, gefällt mir, willst du mich ver... Yeah, Level 39! Oh, reinige dein Territorium einmal. Nee, das machen wir nicht. Wieso, du kannst ja einfach nur einen Teil reinklatschen. Oh. Dann ist es ganz einfach. Stelle 30 Pfeile her. Was heißt denn 80 Kopien von Müll? Kann man Müll kopieren? Wie viel muss ich machen? 5. Schon wieder vergessen. 260. So, dann mache ich hier nicht das mit den Aktivatoren, weil kann ich nicht machen. Rotflinte oder Präzision, dann mache ich einfach Schrotzenmunition und dann hat sich das auch. Aber da kann ich auch die Kupfer machen, weil das einfach ich sowieso nicht benutzen werde. Ich weiß nicht mehr, wie viele es waren. Yes, Level 40, ich kann es ausrüsten. Glückwunsch. Danke. Ausrüstung. Wo konnte man nochmal diese blöden Nachrichten einstellen? Gameplay, ne? Einstellung, Gameplay ganz unten. Ja. Jetzt muss man erstmal welche finden. So. Das macht schon ein bisschen mehr Schaden. Zwar weniger Feuerrate, aber mehr Schaden. Finde ich cool. Wow. Dankeschön, Dampfer. Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Man kann bei dem blöden Vogel ja auch Quests annehmen. Ja.
Boah, mir fehlen 10 Automatikteile, ne? So, jetzt muss ich hier nur noch gucken. Ich habe doch hier noch Zubehör drauf. Soll der bitte nicht mehr drauf haben? Mündung. Einmal das da drauf. Visier. Einmal das drauf. Hier habe ich nichts, was ich reinmachen kann. Schön. So, 5 Nachrichten und 15 Feldfrüchte. 15 Feldfrüchte passt genau mit dem, was ich hier angepflanzt habe. Das muss nur noch wachsen. Und 5 Nachrichten muss ich ja nur kurz finden. Gefühlt hat die ja irgendwo überall. Nee, langsam leer, meine Güte. Rechnen ist schon schwer. Ich gehe eben in die Stadt und gucke, ob ich da 5 Nachrichten für dich leiten kann. Oh. So, es gibt. Okay. Wie likey? Den Feuerwehrhelm muss ich mir mal angucken, da hast du recht. Yay, Stufe 41. Ey, Stufe 41. 41. Oder ich nutze Niese mal kurz bei euch und stell doch die Situation her. Oh, mach das. Ich muss mal eben 5 von deiner Säure verwenden. Ja, kein Problem. Ich muss die Quest erst annehmen, bevor ich das mache. Das wäre sonst doof. Yep. So, wo ist die? Ja. Das sind keine Zombies, das sind normale Mitarbeiter, die morgens um 5 aufstehen müssen. Oh, fühle ich. Ich auch. So. Juhu, Aufgabe geschafft, ich bin super. Hey. Diese Begeisterung dahinter. Und ich bin Stufe 43. Ihr holt mich ein. Ja. Wieso bist du jetzt schon Stufe 42? 43. Wieso? Weil sie die Wochen, siehst du, die Wochenaufgaben erledigt hat. Ah, okay. Ich habe noch nicht mal angefangen. Schweinerei. Egal, ich habe sie jetzt fertig. Und bin 5 Level aufgestiegen. Ich hab mein Haus repariert, aber das haben sie nicht wieder aufgebaut, was kaputt ist. Oh, das ist eine Schweinerei. Also was komplett kaputt ist, das ist weg. Soll ich wissen, was da hinten stand?
Ja, ich weiß, dass ich hinterher henke, hinkel. Ich hab keinen. Nein, nein, Henke war schon richtig. Du hängst hinterher. Ich darf gar nichts sagen, bis eben bin ich hinterhergegangen. Ja. Und wenn ihr die Aufgaben jetzt fertig macht, dann seid, habt ihr mich wieder bei Weitem überholt. Yep. Ich hab keinen Kupfer mehr, um den Ofen zu bauen. Also eine schöne Kochplatte. Schlimm. Oh, Dampfer schrieb gerade, in dem Teil, wo du deine Fläche reparieren kannst, da ist auch eine Wall drinne, da könnten Materialien drinne sein. Natürlich schon. Ist so okay. Oh ja, da sind wir was drin. Haben die bei mir auch eine Kiste kaputt gemacht? Ja, wahrscheinlich dann, ne? Nee, mir fehlen nur noch Stahlbahn. Aber danke für die Info. Ja, nice Info. Ich weiß nicht, was ich davon freischalten soll. Irgendwie ist das alles kacke. Ich hab nichts davon freigeschaltet. Du kannst, glaube ich, sogar noch scrollen, wenn du willst. Nein. Oh. Habt ihr andere Quests als ich eigentlich? Ja, jeder hat andere. Okay, weil Aktivatoren habe ich nicht. Ich soll Pistolenmunition herstellen. Habe ich auch gemacht. Und 30 Pfeile. Ja, genau, ich hatte 30 Pfeile. Ach, ich mache einfach Pistolen. Und ich soll 5 Kilometer Motorrad fahren. Na, okay, das ist leicht. Hm. Es zieht sich halt ein bisschen, aber man macht das sowieso in der Woche. Ja, auf jeden Fall. Aktuell bin ich aber nur zu Fuß unterwegs. Das ist schlecht. Das ist ein Riesenladen. Das kann ich da. Ach, da kann ich mal wieder ein paar Kisten kaufen. Oder ist sonst irgendwas Brauchbares hier? Lama, so, das ist wieder andere Punkte. Ja, dann Season-Kiste. Einmal 10 Stück. Die Dinge. So, wo konnte man die kosmetischen Marken jetzt nochmal einsetzen? In dem normalen Laden, oder? Ja. Oder in dem Kampfpassladen? In den normalen Laden. Stimmt, Escape. Dann Laden. Wo war? Kosmetiker. Kosmetischer Inhalt. Aber ich glaube, mit 100 Marken wird man nicht weit kommen. Naja, ich habe mir nur die Biene gekauft. Hier. Man kann sich eine Farb. Das ist 20 Farbzeichen. Ja, ich weiß nur nicht, wo du die einsetzen kannst. Ihr könnt euch einmal in der Woche eine Mitsuko-Markenkiste kaufen, wo ihr 50 Mitsuko-Marken rausbekommt. Also die goldenen. Mhm. Nee. Gar nicht wahr, die blauen. Oh. Quest freigeschaltet. Zu Hause am Hang. Spreche mit T-Man bei Theta. Ja, das, da habe ich auch ganz viele Quests gerade freigeschaltet, als ich das fertig gemacht hatte. Mhm. Jetzt habe ich abgeschlossen. So.
Aber hey, ich mache jetzt zumindest mal ein bisschen mehr Schaden als vorher. Ja? So, wo ist die nächste Hauptquest? Ja, so 100 Schaden pro Schuss mehr. Uff. Also 100 Schaden, was da bei SDN steht, das macht ja meistens so ein bisschen mehr als nur 100 aus. Ja. Hallo Jafar. Hallo Jafar. So, wo kann ich mich denn hin teleportieren? Was am nächsten an der Hauptquest? Oh, ich habe noch eine Hauptquest. Dichtes Netz in der Stadt, die ich annehmen kann. Wie, ich kann mich da nicht hin teleportieren? Ich bin noch auf deinem Gelände. Warum kann ich mich von hier aus nicht teleportieren? Du bist zu weit weg. Du musst dich an den, genau da musst du dich ranstellen und dann kannst du teleportieren. Sie haben meinen Kühlschrank zerstört. Ebenfalls frech. Habe ich da gerade einen M16 E3 eingeloggt im Boss-Event gelandet, Belohnung ja, bekommen, läuft, sein. Lol. Oh ja. Das ist ja mega gut. Ja, ich bin am Anfang des Streams erstmal von einer Spinne weggerannt, die hier auf meiner Tastatur lang lief. War und sehr da musste amüsant. Ich Jackie rufen, damit sie. Nein, das war nicht amüsant, das war einfach nur todpeinlich. Da musste Jackie sie wegmachen. Ich fand's lustig. Mich auch. Das freut mich für euch. So, wer hat jetzt hier die Hauptquest für mich? Erstmal wieder die Nachrichten ausmachen. Ich habe Käse bekommen. Oh, Miezetatze! Braucht noch jemand? Achso, ist nur Level 2. Okay, das ist ja langweilig. Nee, warte. Ich war irgendwie in ein paar Städten unterwegs. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Interessiert mich auch. Welche Stufe denn? Kochen aufzählt. 4, 2. Ist die, 3, 3 ist das höchste, was ich habe. Oder? Okay. Ja, 3, 3. Mir wurde hier doch eben noch eine Hauptquest angezeigt. Wo ist die denn jetzt hin? Weiß ich nicht. Ob Wasser auch eine Mahlzeit ist? Dichtes Netz. Da. Ich hab Hunger. Da kann ich nicht weiterhelfen. Habe ich auch irgendwie jetzt nicht erwartet. Wenn ich ganz ehrlich mit dir sein darf. Ach, die schon wieder. Oh, fuck yeah. Von 900 auf 1400 hoch. Okay, cool. Ich habe jetzt mittlerweile 3 Hauptquests. Ja, ich nicht. 3 Stück? Was glaube ich denn? Ich habe 2. Ich habe einmal in Tall Grass und dichtes Netz. Im Tall Grass habe ich auch und dichtes Netz. Wieso hast du 3? Ich habe nur 2. Weil ich habe eben irgendwie mit Netz will untersuchen. Komm gleich wieder. Teleportieren in dem Zustand nicht möglich. In was für einem Zustand bin ich denn bitte? Außer in einem wunderbaren. Ich wollte gerade sagen, in keinem gesunden. Wer hat dich eigentlich gefragt? Ich bin ja? Nur zum Commentary hier. Vielleicht sollte ich mir mal mein Trinken hier hinholen. Ich habe bis jetzt so den ganzen Tag über wieder nur so 2 Tassen Kaffee getrunken. Okay. Vielleicht. Ich
Ich würde mal sagen, das ist nicht gesund. Ich bin ein Kaktus, das passt schon. Okay. Hier ist ein sich bewegender Automat. Ja, das habe ich schon. Du kannst sie aber nicht abschließen. Warum? Wirst du gleich sehen. Außer du hast noch Punkte. Ach, das da. Oh Gott, ja. So ein Dreck. Man wird echt gezwungen. Sich denn rum? Ach da, okay. Muss ich mir jetzt einen Blueprint kaufen, oder? Nee, du musst einmal das Spiel spielen. Oh, sie hat noch Punkte. Nice. Jedes Mal verlierst du 500, ne? Also, ja. Richtig. Und du musst dir die Figuren treffen und nicht auf den Boden hauen. Ich hab die Figuren getroffen. Du musst nur einmal aufhören. Ah, okay. Hä? Also irgendwie sie haut sie bei mir immer daneben. Ja. Und die Punkte gehen nicht weg. Oder nicht? Was? Ich bin verwirrt. Drück einfach mal Escape. Aber sie hat schon Punkte ausgegeben. Zumindest ja. Einfach. Ja. Oh. Naja, egal. Hauptsache, ich habe die Quest fertig. Tipp für die Allgemeinheit. Golderz geht nicht kaputt, wenn du mit dem Motorrad dagegen fährst. Das ist doch ein bisschen härter als Wolfram und... Ja, genau. Viel Spaß dir, Zuschauer, bei No Man's Sky. Und das letzte Kommentar verstehe ich nicht. Ja. Was, Ellie ist schwanger? In dem Zustand? Ja, da bin ich jetzt auch raus. Weil sie nicht braucht. Bitte was? 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 Nix. Nix. Ich hoffe, wundern, wie das gehen könnte. Ich verstehe schon. Also ich könnte das erklären, aber ich glaube, das ist nicht Toss. Auf was eine verspätete Reaktion. Weiß nicht, irgendwie fühle ich mich hier leicht gemobbt. Ach, Ivo. Das macht die Sache nicht besser. Oh Gott. Oh mein Gott, ich habe ein Getränk gefunden. Kann ich auf den Tisch stellen? Was war jetzt eigentlich der Masterplan? Es gibt einen Masterplan. Wo finde ich diese Kack-Wunschmaschine, die ich aufstellen soll? Die musst du erstmal freischalten im... Nee, ich habe dir die ja gerade eingesammelt. Die musst du freischalten. Hab ich schon. Dann kannst du sie ganz normal bauen. Ja. Ich dachte, ich hätte die jetzt gekriegt, die ich gerade eingesammelt habe. Nein. Das wäre ja zu einfach gewesen. Ja.
Scheiß Ausbeuter-Lama. Ja, wie Jafar geschrieben hat. Scam-Maschinen. Mhm. Boah, ich muss die Musik. Wenn man weiß, dass man G und nicht F drücken sollte an der Maschine, geht's ja noch, aber. Mhm. Mh. Wenn man die Sets hat, kann man immer noch gamblen. Das ist wahr. Ja. Aber die Sets allein sind ja schon übertrieben teuer. Ja. So, also, ich weiß nicht, wenn ihr Lust habt, könnten wir die Hauptquest weitermachen. Vielleicht. Und welche? Ich weiß nicht, mir egal. Tall Grass oder dichtes Netz ist beides in einem Gebiet. Dann lass mal Tall Grass machen. Ja. Brauchst ja eigentlich nur 4 Teile von dem Set. Ja, ich muss mal gucken, welches ich nehme. Weil, also ich nehme auf jeden Fall Teile vom Einzelgänger und Teile vom abtrünnigen Set. Ich muss mal gucken, in welcher Kombination ich das mache, ob ich 4 abtrünnigen oder 4 Einzelgänger nehme. Und so toll, dass bei mir die Detailbeschreibung einfach größer ist als mein Bildschirm. Ja, und du siehst dann nicht, welches Level die Waffe hat. Einmal das, oder man kann einfach nicht die Dings lesen, die Z-Teile, Z-Effekt. Ja. Nachdem ich das Wort von Manike gerade geschaut habe, fällt mir gerade ein, dass man statistisch gesehen nie weiter als 3 Meter von einer Spinne entfernt ist. Die lauern überall. Das wollte ich nicht wissen. Ich habe nur vorgelesen. Naja, statistisch gesehen, also ich war ja gerade, keine Ahnung, so 5 cm von dieser Spinne entfernt, dann halten die anderen jetzt bestimmt 5 Kilometer Abstand von mir. So funktioniert das doch, oder? Ja. Gut. Nichts anderes wollte ich hören. Ah, Baum. Unfall. Oh, ich hab einen Baum gefällt mit meinem Motorrad. Schwierig. Soll ich Abiotik spielen? Meine Karte schon wieder verpackt. Okay. Nein, ich verbringe nicht den Rest des Streams mit der Suche nach Spinnen. Mann, ey. Ihr seid so gemein. Aber jetzt bei jedem kleinen, bei der kleinsten Bewegung direkt zusammenzucken, Spinne. Ich kann die Mülltonne hier nicht looten. Das ist ein Zeichen, dass ich auf euch warten soll. Ja.
Wir sind schon dort. Ja. Ich lass mich kurz umbringen. Was? Das ist keine Lösung. Wir können über alles reden, wirklich. Mann, jetzt habe ich den getötet, der mich umbringen soll. Krokodil, komm zu mir. Also, Dampfer, eine Vogelspinne in der Wohnung zu verlieren, wäre auch nicht meins. Also, ja, tauchen. Was? Ich erinnere mich daran, dass ich niemals zu dir nach Hause möchte. Ich muss euch was zeigen. Jetzt, ja, jetzt steht sie auf. Da kommt die Spinne jetzt, oder was? Achso. Nee, der Hund. Ja, der Hund weiß genau, wann über sie gesprochen wird. Ja. Ja, wo ist der Krokodil hin? Soll mich doch umbringen. Einmal mit Profi. Ist nicht, wo der ist? Der ist doch mal weg. Weiter. Ich halt was anderes, was mich umbringt. Komm. Töte mich. Bist du flauschig? Bist du kuschelig warm? Oh Gott. Also ich würde mir niemals eine Spinne als Haustier halten. Nee. Wäre jetzt auch nicht so das Haus hier meiner ersten Wahl. Rinder sind besser, okay. Rinder? Ja, als Nahrung für die Spinne. So. Aber Kinder kann man bestimmt auch nehmen. Ach lol, hier ist ein Teleporter. Funktioniert das dann so wie in Kinderriegeln, wo echte Kinder drin sind? Mhm. Oh, dann habe ich gerade Kinder gegessen. Naja, shit happens. Das ist dann wie bei Gronkh und Tobi in dem Craftopia-Stream. Du musst dir mal das Video dazu angucken mit der Melkmaschine. Gut. Was wird da gemolken? Oh ja, 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 ich kenne das Video. Kinder. Und das ist jetzt kein Scherz. Oh Mann, Crafthubchen. Hm? So flausch. Ach, bist du auch gar nicht zum Ziel gerannt? Ich bin dabei. Nee. Ich fahr. Ich bin da vorbeigeschlittert jetzt. Ich töte mal die Viecher, die hier rumstehen. Also, Kinder werden nicht an die Vogelspinne verfüttert, weil man nicht weiß, was alles in denen drin ist. Ne? Dann so. Die vapen ja heutzutage und nehmen schon Drogen mit 12. Also, yay! Levelausstieg und ich weiß nicht warum. Ah, ich bin 5000 Kilometer gefahren. Meter, nicht Kilometer. Oh, lol, was? Ich hab schon 50 Gegner gekillt? Wie das denn? Okay. Ja, ich glaube, das, was dein Territorium kaputt macht, zählt dann. Also hat die. Noch nicht angenommen. Nee, aber die Geschütztürme bringen ja andauernd irgendwelche Hasen da um. Die sind aus. Oh. Wir brauchen ja Strom. Treffen wir uns beim Spaltanker? Können wir den schon machen? Ja. Also hier schon, ja stimmt. Wo ist denn der? Ganz welche gut. Mission hast du denn jetzt angenommen? Toll Gras, okay. Ja, ich muss noch mit dem Bürgermeister sprechen. Mit dem Bürgermeister? Nicht mit dem Bürgermeister. Nee, mit dem Burger.
Hast du ein Problem damit? Nee. Nee, du. Das passt schon. Keine Probleme auf meiner Seite. Okay. Ich habe mir jetzt mal angeguckt, wie viel das kostet, wenn ich mir einen neuen Mikrofonarm, ein neues Mikrofon und ein anständiges Mischpult kaufe. Und ein Tausender weniger. Nicht ganz, aber fast. 600, nee, 700, fast 800. Ja. Also ich werde wahrscheinlich nicht das Shure MV7 Plus nehmen, sondern irgendwas, was ein bisschen günstiger ist. Aber halt auch mit XLR. Und dann das Go XLR, das große, nicht das Mini. Mhm. Und den Mikrofonständer von Shure. Are you sure about that? Weiß nicht, vielleicht bin ich auch Hura about that. Das wäre auch der einzige Grund. Der Clip Grund. War so gut. Ja. Der Clip war so gut. Ja, mal gucken. Aber ich hätte schon gerne das Shure MV7 Plus, bin ich ehrlich. Auch wenn teuer, aber ich hätte es halt schon gerne. Weil es sieht schon nice aus. Vor allem, weil ich das in weiß nehmen kann. Das passt zu meinen weißen Kopfhörern, meiner weißen Tastatur und meinem weißen PC. Look, there is no wow. Wobei, weiße Tastatur, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, ist eine scheiß Idee, da sind jetzt überall schon wieder Flecken drauf und ich habe die letztens erst sauber gemacht. Was heißt letztens? Von einer Woche. Oh mein Gott. Schon wieder sind überall Kaffeeflecken drauf. Oh Gott. Tastatur, dass die so schnell Flecken hat. Hey, komm, wenigstens habe ich sie nicht ersoffen in Kaffee. Mhm. Ne? Aber du hast du sie. Was dann? Isst du vom PC? Also, vielleicht ist meine letzte Tastatur draufgegangen, weil ich ganz vielleicht meine Kaffeetasse davor umgeschmissen habe. Und fällt einem auch nichts mehr zu ein. Dann ist sie halt kaputt gegangen, deswegen, weil. Da halt dann Kaffee drin war. Und, naja, also über die hier ist mir Eistee drüber gelaufen. Das war aber wirklich ein Versehen. Ich wollte ganz cool die Dose im Stream aufmachen, damit man das Plopp hört und dann, ja, es ist halt auf die Tastatur gespritzt. Gibt's dazu einen Clip? Nein, das war nicht online. Oh, ja, aber du wolltest das doch irgendwie... Das Ploppen live machen oder? Ach so, doch, natürlich war das dann online. Ja, nein, dazu gibt's keinen Clip und das Wort wahrscheinlich auch nicht mehr, weil das schon wieder ewig her ist. Hier ist eine Kiste hier in dem Container. Könnt ihr mich rüberporten? Wo bist du? Hier in der Kiste, hier in dem Zugteil. Sekunde. I. Mechanik. Komm ich denn da rein? F. Finde irgendwie. Oh. Zuschauer, dein Wels ist 30 Jahre alt? Ja, die werden echt verdammt alt, die Dinger. Okay. Oh, da oben ist die mystische Truhe. Oh, ich habe eine Truhe gefunden. Hä? Oh. Klar hast du die Truhe gefunden. Ich hab dich direkt vor die Truhe gefunden. Ja. Ich hab bin da hochgekommen? Über den Zug. Wahrscheinlich über den hier. Rein theoretisch ja, ich bin aber über den hier hoch. Ich habe so ein komisches Jump'n'Run-Rätsel gefunden. Hier oben ist die mystische Truhe. Ach, und hier ist das Jump'n'Run-Ergebnis. Oh, beide Tiere sind 30 geworden. Nice. Wenn man die Truhe fällt, dann werden die echt verdammt alt. Oh, ich habe eine Saisonbelohnung erhalten. Warum werde ich geportet? Was passiert hier? Warum werde ich nicht geportet? Ich habe eine Story, ich mache mich mal eben hier auf stumm. What? Okay. Den schaffst du schon. Ja. Wir glauben an dich. Oh, ich hasse Mary. Ich wusste es von Anfang an. Sie ist einer von den Bösen. Ich wusste es.
Ja, hast du die Storage angenommen, oder? Wieso hast du Video? Ich wusste es! Dichter Nebel. Nix da. Oh, woher hast du die Mission? Hi! Versteh's nicht. Ich auch. Oh, du musst einfach auf das Missionsgebiet verlassen. Welches Missionsgebiet? Von dem Gras. Oh, oder dichter Nebel. Das war jetzt nicht so schwer. Hm. Hab ich nirgends. Verschießen. Und jetzt? Welches habe ich denn jetzt gerade gemacht? Achso, mit Marys Identität. Jetzt muss ich da hinten hinrennen. So, ich habe das noch nicht angerochen. Ich muss erst mit Mary reden. Wundert mich jetzt. Kann ich die jetzt töten? Es tut mir leid, ich muss die Story eben vorziehen. Ich muss sie töten. Dusselige Pute. I enjoyed our time together. Wo ist wieder der nächste Teleporter? Der ist bestimmt wieder ewig weit weg. Wow, war der low. Yep. Ja, welcher Level ist denn die Story, die Mission? 30. 35. Was für Waffen 35. Haben. So, jetzt musst du im Prinzip nur noch einmal ganz kurz hier rausrennen, mit V reden und dann hast du die Mission erstmal fertig. Wenn ich das richtig verstanden habe. Oh, ja. Nice. Was all? Ihr habt da irgendwo noch hier die interaktive Karte. Wie heißt denn das hier? Furnace Lair. Zuschauer, wie alt werden denn Wälze im Allgemeinen? Ich habe von denen keine Ahnung. Hab ich auch vorhin geschrieben. Laut Zeitschrift 15, 16 Jahre. Oh. Ah, da. Achso, ich dachte, wenn man den Kindern verfüttert, werden die maximal so alt. Deswegen habe ich das nicht für voll genommen. Du hast da, glaube ich, was falsch verstanden. Wo seid ihr denn alle? Ich versuche hier noch Sachen zu machen. Ich bin schnell in die Stadt gefahren für die Quest. Dann komme ich zu dir, der Kork, und dann können wir gleich die andere Quest dann machen, wenn Rogan auf euch ist. Mit ja, der... ich will noch die letzte Dingsens, die letzte Truhe holen. Ach so, ja, gut, da wollte ich auch noch hin. Deswegen, die habe ich markiert auf der Karte. Ich weiß nicht, ob du meine Markierung sehen kannst. Im Normalfall nicht. Was? Die Markierung auf der Karte von wem anders. Ja, doch, die kannst du eigentlich. Echt? Geht? Mhm. Kann das einstellen? Nee, sobald das Spiel irgendwie buggy ist, werden die wieder ausgeblendet. Okay. Hm. Ja. Eigentlich sollte die hier irgendwo sein. Naja, die fehlt ja auch noch eine. Ja, ja. Aber. Oh. Laut Karte.
Achso, laut Karte. Oh, Wälze können bis zu 80 Jahre alt werden, sagt Dampferonkel. Zwei Schüsse und das Viech ist tot. In der freien Wildbahn, oder? Ja, wahrscheinlich. We made it out in one piece. If Mary and Rosetta are creating monsters, taking on another transcendent is the best way I can... Zur Hölle ist das? Okay, da auf der Karte, wo die eingezeichnet ist, ist die Truhe auf jeden Fall schon mal nicht. Okay. Mistkarte, echt. Doch mal, ob die Position hier hinten wenigstens stimmt. Was kann man denn mit diesem komischen Stein hier machen? Welchen Stein? Ein Stein? Dieses Leuchteding hier. Weiß ich nicht. Das musst du sprengen. Da ist dann vermutlich so ein Aufsatz drin, also Waffenaufsatz, Waffenmod. Okay. Eine Granate hätte auch gereicht. Ich hab keine. Oder ist das sowas? Ja. Jo, ich guck dir. Ich renne, glaube ich, in die falsche Richtung. Ja, ich renne in die falsche Richtung. Ich habe was gefunden. Nice. Aber der Mod ist wichtiger. Ach so, ist der bei allen identisch? Der ist an der gleichen Stelle bei jedem, ja. Dann ist er da. Ja, ich sehe es. Hier ist auch... Jeder muss es sprengen, glaube ich, so wie es aussieht. Oh, wie nervig. Ob ein Molotow reicht? Weiß ich nicht. Und hier ist die Ausrüstungstruhe. Nein. Ich bleib mal drauf stehen. Könntest du bitte einfach da... Du dummes Kind. Kletter doch jetzt einfach da hoch. Dankeschön. Hast du mich jetzt gerade ausgelacht? Ja, weil du zweimal mit dem Kopf gegen das Dach geknallt bist. Mibo, was? Oh, ich habe mein Saisonziel abgeschlossen. Diese Hortkisten sind die mit den lila Zeichen, die man verfolgen muss. Das sind gar nicht die mystischen. Ah. So, ich komme zu euch. Ich habe Punkt markiert, genau. Komm hier nicht über den Zaun. So. Also musst du auf die Treppe steigen, dann kannst du eben die Truhe holen und dann rüber gleiten. Oh. Habe ich noch was zu trinken dabei? Ich habe noch beste Blaubeerlimonade. Oh ja, die ist mega. Und wo war das andere? Da habe ich das... eine Kennzeichnung hingesetzt. Nee, ich meine das mit diesen Sachen einsammeln. Die lilanen Leuchtenden. Achso, die waren auf dem Zug. Markiert. Also, ja. Habe ich es, glaube ich, schon, so wie es aussieht. Sehe ich nicht. Da ist bei mir nichts. Da oben ist nichts bei dir? Nö. Okay, dann hast du die schon. Nö. Nee, hier, komm mal mit. Ja. Nur ganz durchgerannt. Ach so, den Mod. Okay. Ja. Ach ja, und Dampferonkel schreibt, du hast halt keine spinnenhafte Agilität. Will ich vielleicht auch gar nicht? Ja, und das musst du sprengen. Ich hab nichts zum Sprengen. Ich hab gestern alles, was ich zum Sprengen hatte, verbraten. Momento. Bitteschön. Oh, dankeschön. Und jetzt voll daneben geworfen.
Nur fast. Ach, bei mir auch. Bei mir ist es voll weggerollt. Ist nicht sofort explodiert. Ja, auf zur Hauptquest. Wo ist die denn? Ja. Oh, bei mir wird der Weg schon wieder nicht angezeigt. Ich raste aus. Ich raste aus, was? Wo fährst du hin? Zu der Hauptquest. Zur Hauptquest, ja. Die ist da unten. Bei mir fährt sie in die Innenstadt. Ja, ist ja auch in der Innenstadt. Hä? Tollgras, erkunde dich nach Claire's, oder? Oh nein, begib dich zum Furnace Lair. Oh, dann hast du... Und ich muss schon den Keller betreten. Okay, tschüss. Bye bye. Weil ich schon da vorne war und die haben da, glaube ich, irgendwie geredet und ich habe eigentlich eher viel gekillt, als zugehört, was die da gesagt haben. Oh nein, sie stirbt. Ich heile. Boah, Alter, die... Die Server werden ja immer beschissener. Wo ist denn hier der Keller? Das spawnt einfach 1,50 Meter vor dir Erz. Ja. In was? In Erz? Ja. Ja, cool. Vor allem auf Motorrad kannst du dann so wahnsinnig gut ausweichen, ne? Oh ja. Kann mich einer porten? Ich nicht, nee. Dankeschön. Du bist ein Inder. Was? Ja, er hat einen Punkt zwischen den Augen. Den Kreis ignorieren wir. Wow. Ja! Oh Mann, ich habe meinen Chat gar nicht auf. Chat, ich habe euch nicht ignoriert, versprochen. Mhm. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ey, warum bist du hier so? Auch nur so. Na dann, das ist okay. So, wo ist der Kellereingang? Der ist immer noch da oben. Da drüben. Ich will in den Keller. Ja, da drüben. Und nicht nach oben. Oh. So, ab in den Keller. Stimmt, das ist wieder so eine Solo-Quest. Wie holt man denn? Steuerung. Steuerung. Ich hab den Keller doch schon gelootet. Ich hab vorhin mal einen witzigen Keller gefunden. Da musste ich vor einer Vogelscheuchpuppe wegrennen. Oh Gott.
Die war unsterblich. Nett. Ja. Nett ist die kleine Schwester vom Arschloch. Ja. Das sieht irgendwie nach einem Opferritual aus. Ich weiß nicht, ob ich Teil von dem sein möchte. Will ich mal. Oh, na toll, Solo-Quest. Verlasst mich ruhig wieder, alle. Das ist gar kein Problem. Ich hab euch auch gern. Machen wir doch mal gerne. Ich bin Teil 2. Nein! Oh, ich glaube, wir kämpfen jetzt gegen die Schattenform unseres nächsten Gegners. Bestimmt. Oh, keine Spinne. Friedhofswärter. So. Kann man den schon Damage machen? Ich glaube nicht. Okay. Oh, jetzt. Oh, in die. Noch zwei. Au, au, au. Wo ist es hin? Au. Hör auf zu spucken. Stirb. Oh. Krieg ich jetzt Loot von dir, bitte? Wahrscheinlich nicht. Hm. Finde ich nicht gut. Also normale Wälze können alt werden, Großwälze, aber die normalen Hauswälze, die Fliederbartwälze, vielleicht nur 20 cm, hä? Aber die vielleicht nur 15 oder 16 Jahre. Kriege eine klare Antwort aus klein heraus. Okay, dann müssen wir wieder zurück in die Stadt. Wie maximal nervig. Mhm. Der Verbrennungsschaden ist echt cool. Ja. Deine sind jetzt über 30 cm. Okay, dann werden die... Das sind Mutanten. Jetzt wieder in die Stadt, oder was? Yes. Okay. Zentimeter, aber 30 Jahre, okay. Ja, könnte auch eine Beschreibung für was anderes sein. Hm. 20 Zentimeter, mir im Leben, kleiner Peter. Ich habe keine Ahnung. Was? Ich frag, was die 30 Jahre zu tun oder zu bedeuten. So lange musst du dir untenrum das Gewicht dranhängen, damit du die Länge erreichst. Ihr seid eklig. Denkst du denn? Ich hoffe nur das Beste. Ich denk prinzipiell nichts. Oh. Gute Einstellung. Mutierter Weizen.
Glückwunsch. Danke. Zählt das mit zur Saison oder nur Eigenanbau? Eigenanbau. Ich war hoch bis zu dir. Zum Glück haben wir nur Fahrrad. Oh mein Gott. Das waren schon wieder zu viele Informationen, Zuschauer. Dann hast du so eine Banane. Das ist auch nicht schön. Und die vorne einfach abknickt anscheinend. Ja. Nee, das wollen wir auch nicht. Ich meine, mir ist es egal, ich habe damit nichts am Hut, aber... Nee, ich habe da auch kein Interesse dran. Oh, ich muss jetzt 5 solche Dinger hier aktivieren. Waldanker? Ich glaube. Ja. Ich war sehr faul. Ich habe erst einen aktiviert. Bei mir kann man 2 Stück aktivieren. Wo bist du denn? Doch, hast du bei meiner Bude. Ich weiß nicht, ob das mitzählt. Ja, doch. Ah, nee. Da zählt ja wieder hier Roland. Wo sind wir hier? Schalk Peak. Die müssen wir. Ich port mich mal zu einem der Nier. Ich hab. Ja, sorry, Zuschauer. Was? Ich hab 3. Wieso schaltest du schon Sachen frei? Ich hab überhaupt, ich bin unschuldig. Ja. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab nur den einen, den wir da zusammengespielt haben, freigeschaltet. Ich hab auch nur den einen. Das ist gar nicht meine Schuld, dass ihr so hinterher hängt. Die einfach ohne uns, unglaublich. Ja. Ihr seid ja so doof. Also wir könnten den hier Gaia Military Base machen. Ich bin schon gleich an einem. Oh. In welchem denn? Weißt du? Und dann... Oh. Was denn? Wo ist Gaia Militärbase? Da war der Potter so nah. Ja, den finde ich auch gut. Ich hab den Potter nicht, ich fahr da eben hin. Soll ich einen Potter machen? Ich ruf dich. Alle absteigen! Ja. Achso, oh doch, eine Camp gibt es, die habe ich nur vergessen. Aber das letzte Mal, ich habe nur noch 2 Stück. Ich muss übrigens wieder neu bauen. Vergiss das immer, wenn ich in der Base bin. So, im Alter fängt die Gravitation an zu wirken und so fängt das an zu hängen. Ich kann mich nicht bei der Genlotterie gewonnen, okay. Hey, da ist Mutter des Lebens als Feind. Oh, die hatte ich auch schon. Die hattest du schon, okay. Ja, die stand auf irgendeinem Turm oben drauf. Oh, ich fahre in die falsche Richtung, ich honk. Ja, das leuchtet da. Das Viech hier, das ballert. Boah, hier ist ein Bär. Ich habe noch nie einen Bär gesehen. Oh oh. Sie ist tot. Oh mein Gott, der wurde ins Ohr gestöhnt. Was? Nichts. Das hat mich doch ein wenig jetzt abgelenkt. Na, die hat halt gestöhnt. Beim Sterben. Achso. Ja. Hier ist Niki. Jetzt stell dir mal vor, da läuft so ein sexueller Belästigungsbär durch die Gegend und stört dir die ganze Zeit ins Ohr, während du gegen den kämpfst. Und der hat dann so eine Lebensleiste wie der Typ, wie der Gegner von gestern. Oh wow. Habt ihr schon mal das Video mit dem Schildkrötensex gesehen? Hä? Ja. Nein. Hey. Das ist so gut. Ja. Ah, schön. Wieso looten wir hier eigentlich? Weil wir die Quest ganz fertig machen, wenn wir schon einmal hier sind. Ja, okay, die Kiste würde ich auch gerne haben. Die mystische. Das ist das Einzige, was ich haben will. Wo könnte die hier sein? Wo könnte die sein? Wo könnte sie sein? Da. Bist du jetzt einfach in irgendeine Richtung gelaufen, oder? Was? Nee.
springt. Oh, hab sie. Oh, Elite Boss. Den schaffst du schon. Ich glaube an dich. Na klar. Naja, du bist Stufe 43. Ja, eben, ist ja nichts. Du bezeichnest dich selbst nicht als Queen? Hört. Ja. Tau, hat's geschafft. Oh, hier ist ein Rezept oder irgendwas auf dem Tisch. Oh, und hier ist eine Waffenkiste. Nicht so viel zu tun. Hab ich's markiert? Ja. Ich mach jetzt nochmal. Was gibt's denn hier Schönes? Rezept Kroketten. Oh. Jetzt hab ich Hunger. Ich wollte gerade sagen, gerade triggert da so ganz hart die Bestelllust. Ich hab eben erst Pizza gehabt. So, wo war die mystische Truhe? Hier oben auf dem Dach. Ah, ja, da läuft jetzt. Bei mir wird morgen endlich der Kühlschrank repariert. Der Backofen. Das ist gut. Dann lässt sich nämlich Tiefkühlpizza leichter machen. Ja, ich wollte nicht versuchen. Ich wollte jetzt nicht versuchen, die TK-Pizza irgendwie in die Heißluftfritteuse reinzustopfen. Oh, das geht aber sehr gut. Ja, die ist aber nicht so groß, die Heißluftfritteuse. Ja, okay, dann geht das nicht so gut. Zerschnitten und muss jede Pizza einzeln machen. Oder aufeinander stapfen, okay. Ich hätte oben bei dem Spaltanker Alpha noch einen Teleporter, aber dann müsste ich erstmal zu dem anderen Teleporter-Gedöns hier fahren. Du meinst Sicherungssilo Alpha? Nein, ich meine Spaltanker Alpha. Alpha-Institut, so. Ah, ja. Da könnten ich... kann auch gleich den Porter machen. Ich muss den Porter da oben sowieso noch freischalten, damit ich mich anständig über die Karte bewegen kann. Vor allem sehe ich es dann schon. In der nächsten Woche kommt dann die Aufgabe mit aktiviere so und so viel Teleporter und dann muss ich sowieso nachmachen. Dann habe ich es lieber schon fast fertig. Ja. Okay. Wo soll ich hin? Nach oben. Oh, ich war schon wieder falsch. Echt? Aber nach unten ist. Hab ich den Teleporter noch nicht. Ach, den hier ganz hinten? Nee, ich meine bei den Monolithen. Den habe ich auch noch nicht. Ich auch noch nicht. Achso, okay. Weil dann komme ich mal zu dir hoch, weil dann habe ich genau drei und dann. Vielleicht der Monolith, weil da sind zwei. Ja, sauber. Also Zuschauer, du siehst recht fresh aus für dein Alter. Mit geschmeidigen 23 hätte ich jetzt auch nichts anderes von dir erwartet. Wow, ich bin im Kreis gefahren, ich Idiot. Du Idiot. Dankeschön. Bitteschön. Wenn 73 sein Jahr ist. Ich weiß nicht, ob er dann 23 ist. Doch. Alle sind 23. Und bei 23 hört das Altern auf. Ach so. Danach kommt nur noch der Verfall. Hm. So, wo war meine Abkürzung? Die war hier. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht wieder über die Kante fliege. Außer man nimmt eine dezente Dosis Steroide ab dem 25. Lebensjahr, dann kann man sich wieder verjüngen. So, bin schon drüber. Oh je. Ich auch. Ich auch. Und ich habe nicht damit angefangen. Was? Du wirst Steroiden nehmen? Money? Ich nicht. Hallo, nee. Ich bin Money. Dann bin ich wirklich Money und nicht mehr Money. Das wäre sehr lustig. Ja, jetzt fahren. 150. Miau. Jetzt droht er mir hier auch noch mit jährlich auf den Sack gehen an. Ach Gott, was war denn das für ein Motorrad? Ich bin ein Motorrad gerammt.
Das war meine, ihr Motorrad. Okay. Ich habe immer noch keine 2 N im Namen. Musst du ändern. Heißt nicht Money. Ich glaube, alle 30 Tage darfst du den Namen bei Twitch ändern. Schön, dass ich das darf. Vielleicht will ich das gar nicht. Ja, du hast keine Wahl. Wir machen Zuschauervoting. Nein, Fisch. Was soll ich tun, Fisch? Ich habe keine Wahl, Fisch. Mir fehlt mir noch die mystische Kiste. Den Rest habe ich. Mir fehlt, glaube ich, alles da. Ich bin übrigens noch auf dem Weg. Hast du dich ein bisschen verfahren? Oh, nee, du, also... Sollen wir sie lieber Ellie nennen? Nein! Zuschauer meint das aber. Ach, ihr seid alle doof! Ihr Wieso? Seid alle doof! Was hat's mit Ellie an sich? Ich bin gleich tot, Hilfe! Was? Wieso kann ich nicht retten? Ich glaub, du. Also, sie hat sich beschwert, dass ich sie immer Manni nenne und nicht Manni. Und, Heißt Manni. Du hast es zweimal genau gleich ausgesprochen. Was ist denn falsch mit dir? Hab ich nicht. Doch. Auf jeden Fall sind wir dann irgendwann auf Manni, das mürrische Mammut, gekommen. Und die Tochter heißt Ellie. Ihr seid so doof, ehrlich jetzt. Mir fehlt hier noch die mystische Truhe und der Spaltanker. Das ist genau ja, mir fehlt auch die mystische Truhe. Warte, die müsste. Die Tochter heißt Beach. Oh. Wer war denn Ellie? Aber wer war Ellie nochmal? War das die Freundin? Nee. War das die Frau? Nein, bitte nicht. Nicht dieses durchgeknallte Huhn. Wieso nicht? Hier oben ist eine Waffenkiste. Oh, ich habe die mystische gefunden. Wo bist du? Wo bist du? Hier. Ah, wo ist es doch? Das war aber die Bekloppte, die am, die mit den Opossums durch die Gegend geschwungen ist, ne? Ja, das war Ellie. Ah, ja, genau. Auch ihr seid so doof. Ich mag euch gar nicht, wisst ihr das? Ich weiß gar nicht, warum ich mit euch spiele. Oh Gott. Könntest du, dummes Kind, jetzt bitte darüber hüpfen? Ich spüre da eine ich raste gewisses hier gleich aus. Grundpotenzial an Aggression. Was ist denn los? So, wo war die Kiste? Das fragst du noch? Ich hab's markiert. Ja, ich wollte gerade nicht hinkommen. Da. Die Markierung ist weg. Oh. Aber da einfach ins Haus rein. Nice. So doof seid ihr echt. Das sorgt nur für einen zusätzlichen Entertainment-Faktor. Voll. So, welchen wie viele Spaltanker braucht ihr noch? 2. Und das ist genau die 2 vom Monolithen. Monolithen unten sind genau 2. Da sind 2. Ach ja, guck mal, ja, gut, dann. Ich brauche noch diesen Spaltanker. Ja, der ist ja hier. Dann go and get it. I'm on my way. Hier sind so viele Mauern im Weg. Das ist voll furchtbar hier, oder? Man könnte denken, es wäre eine Festung. Was? Wenn man denken könnte, könnte man das denken, ja. Oh, was? Gar nicht vor. Verdammt, runtergefallen. Ich glaube, der Loot bringt uns eigentlich an sich nichts, oder? Das ist T4-Loot, was wir hier kriegen. Das ist egal. Oh, das hat nicht geklappt. Ich wollte gucken, ob ich mein Motorrad zum Explodieren bringen kann. Du stirbst, oder? Nee, ich wollte es in eure reinjagen. Ach so. Ich weiß gar nicht, ob unsere so Schaden bekommt. Finden wir raus. Okay.
Kannst du mal langweilig oder so. Experimente. Finde ich nicht gut. Haben deine Eltern den nicht Was ist jetzt? Ausdauer alle? Ah ja. Könnte mich irgendjemand von euch aufheben? Bist du denn? Oh Gott. Hä, das ist ja ganz andere Richtung. Ich versuche zu kommen. Weiß aber nicht, ob ich das zeitlich hinkriege. Ich muss eh meinen. Du bist eins, oder? Nee, du bist nicht eins. Wo ist das? Sie ist drei. Die ist irgendwie hier hinter dieser Wand. Zur Strafe sollen wir Ice Age 1 bis 300 gucken. 100, aber okay. Ja, ich glaube, das geht mittlerweile bis 300. Ich habe da irgendwann aufgehört zu sehen. 5 oder 6 bestimmt schon. Ja. Ich bezweifle, dass ich das zeitlich schaffe. Ich habe verpasst, dass... Ach, nö. Mutti. Egal, jetzt ist es eh zu spät. So 5 Sekunden noch. Ich habe mir meine Beine gebrochen. Und ich bin tot. Oh. Am Glücksrundlet teilnehmen, um Pyrogleiter zu gewinnen. Aber hey, ich kann dein Loot klauen. Das ist nicht gut. Das freut mich. Standardschrauben, Kies und gekochtes Wasser einmachen. Ich glaube, meine Handschuhe sind kaputt. Ja. Also du könntest aber dich in deine... Aber sowieso nur Stufe 2. In deine Base teleportieren. Und ich porte dann gleich alle. Das wäre super. Darf ich dann kann ich nämlich noch eben neue Ausrüstung herstellen, ganz gut. Cool. Verschenken. Was? Was war das? Ich hab dir einen Brief geschickt, glaube ich. Also mir nicht. Nee. Ellie. Ja, ich bin Ellie! Sorry. Das war sehr spontan, aber sehr gut. Oh, ihr seid so kacke! Jetzt habe ich nicht mal mehr Plastik. Oh, Kruzifix. Oh, cool. Nee, nicht cool. Doch, ich finde schon. Nein. Scheiße. Hast du eigentlich einen Brief bekommen? Weiß ich nicht. Ich habe noch nicht nachgeschaut. Da habe ich so einen hässlichen Hut auf. Nee, hast du nicht. Keine Ahnung, was ich mit dem gerade gemacht habe. Ich bin bereit. Ach nee, Moment, warte mal. Vielleicht kriege ich noch Plastikkristalle. Und? Ich habe nur Technikplastik bekommen. Ich sage ja, das ist T4 gewesen, nicht T5. Ja. Scheiße. Ich habe mein Motorrad fast geschrottet. Oh. So eine Kacke. Auf jeden. Also ich bin gleich beim Portal. Also bei dem ich Ding. Ich bin breit. Ich muss noch eben lootlos werden. Lootlos? Oder lustlos? Loot. Lustlos bin ich auch. Da kickt mal ganz kurz die Depression rein. Oh. Bitte. Flieg schneller, flieg. Ich flieg zum ersten Spaltanker. Flieg. Und Absturz und flieg weiter. Und nochmal Absturz und flieg weiter. Schön, ich sollte vielleicht meine Maske und meine Handschuhe mal austauschen, weil die beide noch Stufe 2 sind. Oh, so, das ja. Halt gar nicht so gut, ne? I am ready.
Sind alle ready? So. Ja, das Einzige, was... man kann nur sein eigenes Moped kaputt machen. Oh. Und, Mani, du musst, Ich hab's gelesen. Okay, gut. Oh, da ist ein Teleporter. Yes. Ich hab's leider nicht bis dahin geschafft. Oh, hier ist die mystische Truhe. Oh, nice. Oh, es gibt Hotdog Shorts. Ich möchte die Kiste gerne looten, Spiel. Danke. Hotdogs sind lecker. Oh ja. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dort rüber zu fliegen? Eher weniger, oder? Ja, kannst du halt von unten nach oben klettern, oder nicht? Ja. Ich bin vor dir! So, wo ist der andere? Oh, hier ist eine kleine Truhe Aufbewahrung. Mal ich mal hier ein bisschen Heilung. Sind doch alle halb tot. Sag doch, der Trip ist hoffnungslos. So, wo ist das? Ja, der Name ist Programm. Da drüben. Oh, also, wir müssen noch rüber. Also, das ist der schnellste Weg. Ah, schieb mich vor meinem Motorrad nicht weg. Der war ja schnell down. Der hat auch einen Kopfschuss von meiner Waffe ausgehalten. Oh. Eigentlich hat er viel überlebt. Wo ist denn der Spaltanker? Ich hier drinne. Ach, der ist hier drin. Wo bist du, Mani? Guck mal, es geht doch. Ich bin hier. Er schießt auf uns da drüben. Ja, wir brauchen eine Waffen- und Ausrüstungskiste. Ja, wahrscheinlich ist wieder unten da welche drin. Ja, vermutlich. Begib dich zum Rüben. Ach, das sind wir ja. Oh, wo ist denn der andere Spaltanker? Hast du den auf der anderen Seite nicht, oder was? Nein, der hat sich nicht aktiviert. Dann versuch von hier rüber auf diese Plattform zu hüpfen. Von dem Monolithen. Ich fahre. Also hier oben wäre es besser gewesen, aber okay. Ja? Ja, hier kommst du halt rüber von der Höhe her. Ich guck mal. Da drüben wird es schon knapp mit den rübergleiten. Wobei, da kann es auch gehen. Wo ist der Eingang? Ich denke mal noch ein Stockwerk tiefer. Jo, ich schau gerade nur wo. Tiefer. Wo muss ich runterhüpfen? Die spielt bei Final Fantasy mit. Ganz da drüben. Oh ja. Pass drauf, ich hüpf runter. Wo ist sie? Ups. Hier ist der Eingang. Ja, hier muss auch irgendwo noch eine Truhe sein. Ja, vermutlich unten. Oder halt hier oben an den Seitentüren links und rechts. Den kann man nicht abschießen im Übrigen. Der will auch mit dir reden. Und das ist Hotdog. Dann habe ich ihn überhaupt nicht abgeschossen. Das ist klein, nicht Hotdog. Oh. Und hier ist eine Ausrüstungskiste. Ich brauche hier noch ein paar Gegner. Ich habe zu wenig Gegner getötet. Ich auch. Ja, ich auch. Okay.
Können wir gleich machen, wenn wir rauskommen. Was will denn der Kleine von uns? Wahrscheinlich, dass wir einen Gegner besiegen. Oh, oh, irgendwas passiert. Ah. Das ist wieder ein kleines Horrorspiel. Just here to feed my dog. Don't you get it? You, a herd of prey will take care of their sick and their elderly. Oh, nee. If you die. Oh, nice. Oh, nee. Spooky Room, Spooky Room. Ich hab kein Blick. Nee. Ich glaub, dafür braucht man Ton. Klappt Kuh? Hm, nee. Wofür braucht man Ton? Naja, ich weiß nicht, da steht irgendwas mit Husten. Such nach dem Ursprung des Hustens. Ach so. Ja, dafür braucht man Ton, glaube ich. Obwohl, ich habe bei mir nur die Musik ausgestellt und dann hört man das. Aber husten. Oh, da ist er. Komm nicht hin. Sind die beiden Türen zu. Ich hab ihn umgebracht. Ich auch. Hä? Wie habt ihr den denn gefunden? Husten. Ich hab ja, ich höre den Husten, aber hier sind überall Türen bei mir. Dann musst du einen anderen Weg suchen, wo... wo... womöglich. Hier sind auch überall Türen. Da ist so eine spooky Statue, die ist echt spooky. Da sitzt welche am Tisch. Hell, hell is coming. Nee, finde ich doof. Sieht witzig aus. War das ein Clip wert? Nein! Sterblich? Hä, ich kann den nicht angreifen, aber der mich! Ja, der ist unsterblich. Es geht wohl auf ja, Zeit oder halt Fluchtspielmäßig. Ah. Aber. Ah, ja, das ist die Steinstatue, wie ich meinte. Schnell einen Clip machen, los! Was muss ich tun? Du musst Husten suchen und dann den Typen töten. Ich hab ihn jetzt schon zweimal. Ich erst einmal. Ich hab ihn noch nicht einmal gefunden. Einmal hing er sogar von der Decke runter. Oh, was? Ja. Ja. Okay. Dann irgendwie im Kreis. Husten gehört, da ist er nochmal. Ist er schon zweimal. Dreimal. Zweimal. Ich mag sowas auch nicht. Ich mag das Rumgerenne nicht und verwirrt sein. Der Rest ist mir egal. Dann würde ich mein Leben hassen. Komm, du Sack, huste. Orden, Engel. Hab ihn. Bin er finish. Die Tür habe ich doch schon. Fertig. Oh nee. Mir fehlt noch einmal. Ja, ich töte in der Zeit die Viecher, die ich brauche.
Adam. Wenn ich welche finden würde. Das war stressig. Ich finde den Penner nicht. Ich höre ihn husten. Und das war's. Und jetzt? Und warten, bis er fertig ist und dann Boss klatschen. Achso. Und dann machen wir nochmal Spinnenboss. Nein! Sag mal, was stimmt denn nicht mit euch? Wollt ihr mich irgendwie ärgern oder so? Alles fürs Entertainment. Reicht doch schon, dass diese Folge wieder ein Clip entstanden ist oder nicht? Ist es? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es jemand geklippt hat. Ich muss das sowieso nachträglich alles klippen, wenn ich mich erschrecke und einen Spuddy schicken. Strong, wo läufst du hin? Achso, seid ihr fertig? Ich hab ein paar Viecher, ich wollte noch ein paar Viecher töten. Achso. Auch noch vier. Same. Sechs. Ja gut, dann machen wir jetzt schnell den Boss. Ah, ich dachte jetzt Viecher klatschen. Ja. Nein. Oh. Ich muss aber aufmachen, ich kann das nicht. Ich weiß. Warum meine Waffe hinüber ist. Ich kann sie nicht reparieren, ich habe das Material nicht. No. Also, ich könnte jetzt starten. Jo, mach. Mhm. Auf hart, ne? Ja, genau, auf hart. Ja, weil das mit Stufe 2 Ausrüstung auch so wahnsinnig gut funktionieren wird. Ja. Ja. Hm. Oh. Oh. Ah, den opfern wir. Alles für Cthulhu. Ist das Mary? Lass sie hängen. Ich glaube nicht, das ist Mary. Nee. Wird nicht Mary. Ich glaube, das ist die Baumtante. Oh, und schon. Ein Baumbaum. Großmahlzeit. Also Dampfer schreibt, Kumpel, der auch einen absoluten Spinnenphobiker ist, fand den Boss ekelhafter als die Spinne. Nee, die Spinne war schlimmer. Ich finde den designtechnisch cool. Die sind echt cool gemacht. Schau, der hat Mund im Mund. Ja. Wie ein Hai. Ja, wie ein Koboldhai. Ja. Ich bleib hier oben, ich will nicht runter. Ich wurde runter teleportiert. Wie unfair. Hä? Oh ja, wir schießen immer ein zweites Popoloch. Weil seine gute Fachstelle von dem Vieh ist. Vielleicht auch sein Popo. In seinem Popo. Jetzt hat er die Waffe gewechselt. Das Schöne ist, dass mein Feuerschaden halt die ganze Zeit noch passiv runtertickt. Ja, das macht bei mir halt nicht. Ich muss den Weakpoint klappen, um aufzunehmen. Oh, ich habe gerade kritisch gemacht. Ich weiß aber nicht mehr, wo das war. War das orange oder rot? Rot. Okay. Ja, der Kopf, wenn der mal... Ist ja immun, dass wir so eine Kugel abschießen, oder? Ja.
Aber nicht überall. Oh, da können wir drauf schießen. Ich bin tot. Ich auch. Ach, was soll war das? Ja, wir waren zu langsam, wir hätten es runterschießen müssen. Oder durch so ein Portal gehen können. Oder auch durch das Portal. Ich kann nicht durchs Portal. Nein, ich kann nicht mehr durchs Portal. Ah, jetzt kritisch auch, okay. Ich hatte vermutlich noch ein Schutzschild drauf. Was sind das für Kristalle? Müssen wir uns hinter einen Kristall stellen? Alles klar. Wir müssen das Maul auf der Schulter eliminieren. Ich auch wieder blind. Oh, kaputt machen. Ich. Okay. Also weg von den Kristallen oder zerstören, die bringt er zum Explodieren. Hm, hab ich auch gemerkt. Oh, das ist wieder toll. Ja. Nice. Und jetzt auch schon wow wow, ich will so einen Baubau haben. Ich glaube, wir kriegen den als abgetrennten Schädel. Ich will aber erst ganzen. Ach, der ist nur tödlich, wenn man zu spät ausweicht. Okay. Wir müssen ihn nochmal machen. Ich habe ihn, glaube ich, nicht bekommen. Oder habe ich ihn bekommen? Also ja. Jeder hat einen. Ich habe einen. Okay, passt. Was kann der? Kann im Kampf teilnehmen und verwandelt sich in einen schwarzen Wolf, der Gegner angreift. Okay. Ich glaube, ich habe mein neues Haustier gefunden. Was ist da hinten für eine Tür? Ah, damit teleportierst du dich hier durch die Gegend. Oh. Ich habe die meisten kritischen Treffer erzielt. Yes! Und ich habe schon wieder am wenigsten Schaden gemacht. Hm. Wollen wir nochmal? Wieso? Ich weiß nicht, das macht Spaß. Findest du? Vielleicht kriegen wir Level 2, Wolf. Oder kriegt man überhaupt zwei solche Mutationen? Nee. So, ich habe auch irgendeine Waffe von dem bekommen. Geißel. Erstmal jetzt zu Mitsuko. Ja. Consumed us all. You. It was so vivid.
just observe deviations. A lot of mayflies, and they're still hunting down. You're always so. Meanwhile, I have. After all. Cool. Oh ja. Ich mag die Geschichte hinter dem Spiel. Die ist echt nice. Ja, ich hoffe aber inständig, dass Mitsuko nicht böse wird. Mir reicht es bei Mary schon. Ich mag Mitsuko. Ach, die wird übermannt von ihrer Kraft, wenn sie sich schon von einem Traumfänger beeinflussen lässt. Oh, aber nein. Will das nicht. Die macht das nicht. Das wird schon alles in Ordnung sein. Wir werden das Spiel gewinnen. Ja, genau. So, mir fehlen noch 3 Gegner. Ich sehe schon, du schnetzelst schon auch. Ordentlich. Ja, mir fehlen trotzdem 3. Na, jetzt ist auch meine Maske kaputt, meine Handschuhe sind kaputt, meine Schuhe sind fast kaputt und meine Hose ist auch fast kaputt. Das Gute ist, ab jetzt kommen wir dann in Stufe 5er Gebiete, wo wir das Zeug kriegen für die Mats. Ja. Auch von den Spaltankern her und so. Zum Glück. Wollt ja auch langsam mal Zeit. Ja. Also ich von meiner Stufe 2er Ausrüstung wegkomme. Ich meine, mein Helm ist jetzt schon Stufe 5. Dafür hatte ich genug Plastikkristalle. So, he really wants. This'll be one. This is your reward. Echt jetzt? Hier oben ist gar nichts. Oh, 3,5 Kilometer willst du mich verarschen. Ah, da müssen wir hin. Oh. Du hast die Gegner schon getötet. Ja. Frachtgerangel, aber nur Stufe 20. Na. Und weit weg. Ich porte mich eben nach Hause und ruhe mich aus, weil meine ganze Leiste fast schwarz ist. Ja. Ich fahre mal zum nächsten Questgeber und dann kann ich euch porten, wenn ihr wollt. Mein Biber schubst mich die Treppe runter. Wow. Theoretisch sollte jetzt meine Mieze hochkommen. Oder auch nicht. Meine Mieze mag mich nicht mehr. Tja. Mhm.
Aber Mani muss noch in der Stadt mit dem Typen reden oder mit der Frau. Ja, da kann sie sich ja aber hin teleportieren. Ja. Hä? Wie zur Hölle kommt man da rein? Oh, ich glaube nicht so. Oh, ich habe einen Subway entdeckt. Wie cool. Der Typ ist übrigens eine Frau. Ich habe mich doch korrigiert. Hä? Ich habe nicht zugehört. Oh Gott, hier gibt's auch so viele Quests. Oh mein Gott. Bin fertig. Ey, Moment, oh, ich bin noch in der Quest. Ach so, Moment, ich muss noch in die andere Stadt. Ja, ich, da kann ich mich auch hinporten. Sekunde. Ah, da kann ich mich jetzt wirklich porten. Das. Ja, in die Stadt hier komme ich selber. Ach, da warst du schon, okay. Und Strogan, du auch? Oder soll ich dich porten? Und er dort. Also ja, ich war da schon. Ah. Now they're making- I didn't get here yesterday. I've whatever. That doesn't matter. Oh yeah? Dann bleibt halt beide hier stehen. Outsider. Then go bother someone. Yeah, well so do I. Sehe das Problem nicht. You- ich auch nicht. Ist das dumm? Ich finde es doch cool, wenn zwei Wachen, wenn da zwei Wachen sind. Ja, ja, aber dass sie sich darüber streiten. Die scheuchen einen ganz schön hin und her. Mhm. Wie kommen wir denn da hoch? Ach, da ist eine Treppe. Oh, wow. Auf den Treppen. Ich kletter da hoch. Ich bin auch so halb parkourmäßig da hoch geklettert. Und jetzt bin ich verdammt. Hier ist ein Rezept für Geisterkekse. Was ist das hier für ein Parcours? Yes, can I?
That's das ist die Nächste, die uns verraten wird. You may have run into a man named Dennis. He claims I took over Black. Trying to get an outsider like you? No. Hey, sorry to butt in, but there's actually my name's Pauline Holt, by the way. I run the Settlement's restaurant. Meine Güte, und nochmal quatschen. Ups. Ach, die habe ich schon. Das Rezept. Good. Blackfell was founded by my uncle, Ted Hall. This whole conflict between Dennis... I don't know. Take Trent and Dennis. So... One of them might be related. Da kommen wir zu deinem Haustür bitte in 3 Minuten. Oder wir rennen bei mir erstmal zum Spaltanker und machen den. Müsste jetzt ja freigeschaltet sein. Ich sammle hier gerade noch die Nebenmissionen ein. Haben wir noch eine? Oh ja, da ist noch eine bei mir. Oben. Die Löwe. Oder wo ist denn der? Ach, der ist oben. Oh Gott. So. Ich sammle dann auch eben noch die ganzen Nebenquests ein. My search for the infant. But of course. Why are you so snap? That personal life. Oh, I know, but I promise you. Why don't you go? Und ja, dann können wir theoretisch die Spaltanker machen. Okay. Da kriegen wir dann nämlich auch Loot, um unsere Ausrüstung herzustellen. Oder damit ich meine Ausrüstung herstellen kann, ja, wahrscheinlich schon Stufe 5er. Noch nicht alles. Jetzt ist da noch eine Quest. Unten wieder. Jetzt haben wir hier noch eine gelbe Quest. Ach, wieder da oben. Verbotene Insel. Jetzt ist ja wieder eine gelbe. Echt jetzt? Ach, ich bin jetzt fertig mit der Stadt. Sieht so aus. Ich nicht. Ich habe die gelbe nicht gesehen. Nee, die ist erst danach aufgekommen. Als du mit Leo geredet hast, ist sie dann aufgetaucht. Ach so, nee, die bei Leo ist bei mir die gelbe. Ach so, ja, dann musst du nochmal dann hoch zum Bürgermeister. Ich muss erstmal reinkommen. Du, ich muss hier rein. Aber oben nicht drin. Soll ich dich porten? Wie komme ich denn? Ja, Mann, ja bitte. Wo bist du denn? Ich frage mich ja, das auf auch. Auf der anderen Seite. Bin ich schon rausgehüpft. Ich bin auf der anderen Seite, weil da auch noch Quests angezeigt wurden. Da bin ich wie ein kleines Doofchen hinterhergelaufen. Und jetzt komme ich nicht mehr rein.
Der redet mir zu langsam. Das höre ich mir definitiv nicht an. Das wäre auch so ein Typ, bei dem ich Sprachnachrichten auf zweifache Geschwindigkeit stellen würde. Furchtbar. So, was machen wir jetzt? Eigentlich die Spaltanker, oder? Oder wollt ihr noch die Nebenquests alle machen hier? Nee, aber vielleicht die Hauptquest. Ich weiß nicht, wenn die Hauptquest bei... Ja, die bei Stufe den Spaltankern 50. ist. Na und? Ja, dann könnt ihr zu mir kommen. Ach so. Oh. Oh. Ja, wo bist du? Welche machen wir denn? Oder machen wir die Stufe 45er erst? Ich hätte jetzt hier erst die Anker gemacht. Hier in der Stelle, wo ich jetzt bin. Und dann zu dir rüber Anker und gleichzeitig dann die Quest. Ja, oder das so. Das können wir natürlich auch machen. Ja, also machen wir so. Sowieso ja. Anker. Ich will jetzt nicht sagen, da müsste ich einmal teleportiert werden, aber... Ja, wenn ich dort bin. Warte. Ein Teleport, bitte! Bin noch nicht dort. Ja, ich meine ja gleich, nicht sofort. Und ich muss hier noch ein paar Elite-Viecher killen, einfach so aus Spaß. Oh, es ist gerade wieder ein Primärkrieg im Gange. Schade, dass man sich da nicht hinteleportieren kann. Zu manchen Events kann man sich auf der Karte ja hinteleportieren. Ja. So. Die. Nee. Verdammt. Oh nee, ich hab nur noch einen. Oh. Das war der vorletzte. Oh, da ist unser Luftballon, Mensch. Hallo, Luftballon. Komm her. Leuchte, leuchte. Jetzt leuchtet. Oh. Komm, leuchte. Du musst warten, bis es leuchtet. Also. Oh. Also, Ede ist ja irgendwie langweilig, ne? Leuchte. Jetzt. Oh. Nice. Ich habe ihm am Sack gelootet. Sehr gut. Ich habe noch einen Elite-Gegner getötet. Was? Wo? Hier. Ah, nice. Sein Motorrad. Ja. Du hast sein Motorrad gespawnt, der hat den platt gemacht? Was? Nein, ich habe es getötet. Hallo? Das ist nicht mein Motorrad. Ich stelle nur Fragen. Dir. Also mir fehlt hier die mysteriöse und... eine Ausrüstungskiste. Mir fehlen beide Ausrüstungskisten, die mysteriöse und 11 Gegner. Ich hab alle. Wollen wir den Eliten da drüben töten? Der ist krass. Der ist wirklich krass, der Elite. Ich hätte gern die Truhen. Also hier, der da, der ist ganz böse. Oh. Der ist richtig böse. Der hat so viel Leben und macht so krassen Damage, wenn er dich trifft. Oh. Ich hab hier Hier gibt's ganz viel Loot in dem Haus. Also das ist das Haus, wo am meisten Loot drin ist, so gefühlt. Weil da gibt's so viele Tische. Nice. Also ganz viel Schrott für uns. Richtig. Lalalala. Oh. Der ist gut. Da gibt's richtig Freunde, wo die nur Loot, die ich herstellen kann. Oh, dann. Waffenkiste. Oh ja, ich habe Wandranken bekommen. Oh, ein Gegner. Lol, ich kann die Waffenkisten auch nochmal einsammeln? Ja, es gibt nicht nur die zwei, die man einsammeln soll, sondern es gibt noch mehr. Ja, nee, aber ich war hier in dem Haus ja schon. Ich habe eigentlich schon alles. Ja, man kann die nach einer gewissen Zeit kann man die wieder einsammeln. Oh, nice. Ja klar, weil sonst hättest du, glaube ich, irgendwann Probleme, gute Mods zu kriegen. Ja. Weil die haben ja alle random dort. Ja, zumal man die ja auch dann zerlegen kann, ne? Um seine Mods noch aufzuwerten. Oh, das Haus ist ein Step. Aber ich habe noch keine Ausrüstungskiste gefunden. Ich weiß nicht, wo die war. Hier ist nur eine Waffenkiste. Ich bin doof. Mitten im Raum riesengroß erleuchtet.
nicht sehr leise. Wenn wir nichts sagen, dann wird es niemals jemand erfahren, okay? Hm. Mach mal schnell einen Clip. Noch sind die 60 Sekunden nicht um. Du hast hier jetzt noch irgendwas? Ich glaube nicht. Und die mystische Truhe ist da oben. Da, wo du stehst, nur über dir. Über mir? Nein, über... Hm. Über ihn. Oh. Dann müssen wir hier durchs Parkhaus wahrscheinlich, ne? Opa, wo kommst du denn? Säure! Kannst die Aufrüstung noch auf höhere Sterne upgraden, deswegen braucht noch mehr von dem Besitzer. Ah, ja. Du kannst ja auch gleichwertiges Equipment dann auch da reinjagen. Wo seid ihr denn? Hier oben. Danke für die genaue Wegbeschreibung. Hier oben, ja. Ich hab gesagt, hier oben. Hier. Ja, du bist unten. Wir sind oben. In dem rechten Gebäude. Ich stehe noch an der Treppe. Ach da. Dankeschön. Oh, ich bin falsch gelaufen. Ja, die Truhe, ich weiß nicht, ist sie da vorne oder ist sie da hinten? Also hier war keine Truhe. Ah, hier ist sie, glaube ich, bei dem Fernseher-Heini. Hier war die in der Mitte. Die. Oh ja. Die. Ach, das ist die sagenumwogene Wettervorhersage. Ja, die pottet sich auch, wenn sie genug Zeit hat. Macht so AOE-Bereiche. Was gibt's hier Schönes? So. Jetzt fehlt mir nur noch eine Ausrüstungstruhe. Bist hier rein zufällig noch, wo die war? No. Schade. Aber wir könnten in das eine Questhaus, was hier unten ist. Wahrscheinlich ist da... Was ist das für eine Truhe? Sieht man das? Das ist eine gute Frage. Ich... Oder warte mal. Okay, ist keine Fake-Truhe. Oder? Oh. Doch. Manni, hier. Hier leuchtet es lila durch die Wand. Dem Dach was? I'm coming! Will er ins Haus rein? Ja, da leuchtet's lila im Haus. Oh, ist wohl eine Quest hier drin. Genau. Wo läufst du hin? Wolltest du keine Ausrüstungstruhe haben? Ach so, weil die hier markiert ist. Ich habe auch noch eine markiert. Ah, und ich bin in einem Missionshäuschen. Oh mein Gott. Button. Oh nein. Irgendwas passiert hier. Hä, was, wo bist du denn? Nicht. Da drin. Oh, da ist auch noch eine Aufbewahrungstruhe. Direkt am Eingang. Oh, Level 44. 45. Aber hier die Quest-Items hast du dir geholt, ne? Was für Quest-Items? Hier in dem Haus. Da, wo ich gesagt habe, da leuchtet es. Da war ich noch gar nicht drin. Ah, ja, weil du in die Richtung... okay. Du hast sie abgelenkt. Sorry. Ist echt so. Dankeschön. Ach, ich mag den Schleim. War der eben Mittagspause? Hat Mittagspause? Ist nicht. Riechen. Doch, es gibt Wasser und... Was ist noch da? Riechen. Maisbrot. Ich habe einen gebratenen Fisch.
Sollen wir hier unten zu dem Questmarker gehen? Können wir machen. Machen wir schon mal in der Nähe. Also, Moment, ich hab. Ach nee, ich hab schon wieder eine neue Quest in der Stadt. Okay. Zu Guided LP Evolution, ne? Die habt ihr auch, oder? Was? Ich würde zu Black Verführer. Ich auch. Vor mir. Ja, okay, dann gehen wir da hin. Was hast du denn da jetzt schon wieder? Hab ich keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Irgendeine Guided Quest. Die habe ich von Low bekommen. Aber die ist ja bei der Stadt oben. Ja, ist ja auch fast in der Nähe. Wieso stirbst du? Ich? Sternstaubverschmutzung. Achso. Oh mein Gott. Ist die Tor? Achso, da bist du. Müsstet ihr nicht hier hinter rennen? Ich müsste in die andere Richtung rennen. Also bei mir muss ich hier nach Fotos suchen. Ja, da muss ich jetzt auch hin. Oh. Das ist ein Zickzack-Spiel hier. Nee, nee, ihr macht immer Quests, ohne Bescheid zu sagen. Ja, aber wir haben doch gesagt, wir machen das mit den Blackfell-Brüdern. Mobi, sind wir schon da durchgerannt? Bist du schon da durch? Den Spot. Aber da ist halt nichts passiert bei dem Spot. Weil du kannst einfach nur durchrennen. Und ich bin euch hinterher gefahren. Ach, sind die gerade im Arsch, ne? Ja. Oh, ja, wat. Rache! Oh, verdammt. Oh, mein Motorrad ist ja sowieso schon fast kaputt. Noch ein Hit und die ist kaputt. Ein Schuss drauf. Mach einen Schuss drauf. Piu, piu. Mach keinen Schuss drauf. Nix, piu, piu. Motherfucker. Bist du schon wieder tot? Ach, das ist, weil du keinen Widerstand hier hast. Wegen deiner schlechten Ausrüstung. Ja. Das ist okay. Ja. Sag ich jetzt. Macht euch ruhig über mich lustig. Das ist schon okay. Sehr gut. Das ist gar kein Problem für mich. Nee. Meine Frau hat auch schon. Ist hier kein Eingang? So was muss ich hier immer mitmachen. Leon das Foto geben. Fertig. Ich muss jetzt mal den fucking Eingang von diesem Kackgebäude finden. Auch da. So, ich habe jetzt hier noch eine Quest. Ich habe hier noch eine Hauptquest. Ne, Moment, die Hauptquest ist da draußen. Ja, das ist eh nur. Aber ich habe ja auch noch eine Nebenquest. Genau, das Date-Outfit habe ich jetzt auch bekommen. Das war das im Haus einsammeln von den Kleidungen und Stücken. Mhm. Wenn ich Gewürzgurken esse, kriege ich dann auch Trinken? Ja. Eigentlich dran. Aber was ist denn das Minus auf der... Ich tue das einfach einen Spot weiter nach links. Was? Minus? Nicht. Ja, das ist das Minus auf der Tastatur. Oberhalb der rechten Windows-Taste. Mhm. Nebenpunkt. Ich habe keine rechte Windows-Taste. Aber ich weiß, welches ihr meint. Dort in der Ecke. So. Warte. Oh, gut, haben wir hier in der Stadt noch irgendwas? Jetzt haben wir doch fast alle Quests gemacht. Ich habe noch verbotene Insel. Ich habe noch eine verbotene Auslösen. Verbotene Insel habe ich eben. Achso, Moment, die Quest hast du angenommen, ne? Ja. Ich habe noch Verbot Auslösen. Oh, da muss ich mit dem da oben sprechen. Oh, boah, Alter. Verbot was?
Verbot auslösen. Ja, das ist links von der Stadt, ne? Jo. Das können wir auch noch machen. Das müssen wir nur rausfahren. Das hab ich gar nicht. Doch, ganz oben, also vor der Insel. Verbot auslösen, das ist eine Nebenquest unten, die erste Nebenquest. Achso. Ach, du musst auch noch mit Bürgermeister Trent sprechen. Was, ich? Ja. Muss ich? Ich hab das schon gemacht mit der verbundenen Insel. Muss nur abrennen. Wie ist das? Jetzt muss ich irgendwo anders hin, glaube ich. Ja, aber... Ja, jetzt muss ich woanders hin mit der verbundenen Insel. Also vom Level her müssen wir eigentlich verbotene Insel als nächstes machen, weil das 45 ist und nicht 50. Aber davon muss ich... ich sollte mal den Teleporter aktivieren. Davon muss ich aber, glaube ich... Oh ja, das muss ich, glaube ich, auch noch machen, oder? Nee, ich konnte mich hierhin teleportieren, den habe ich schon. Wie kommt man denn hier am schnellsten wieder raus? Oh, da. Bam, voll gerammt. Bremst. Ey, der kann hier überall hochklettern, ne? Aber kaum ist die Stufe 2 cm zu hoch, geht's nicht mehr. Mhm. Ja, das ist ein gut entwickeltes Spiel. Ja, an sich ja, aber... Zwischenzeitlich irgendwie ein bisschen kacke. Kann denn die Axt... Festungskrieg kann die Axt... Okay, irgendwas für Festungskrieg? Okay, ich kletter noch kurz hier raus, weil ich habe hier gegenüber noch die Quest von Low oder so. Was für eine Quest hast du denn da? Eine Guidance-Quest. Guided. LP-Evolution. Dann musst du mit Löw noch reden. Nee. Musst du irgendwelchen Ruinen, die hier in der Nähe sind. Oh ja, die wird bei mir aber auch... bei Löw angezeigt. Alter, ist das nervig. Also die Questanzeige haben sie auch nicht richtig hingekriegt. Golderz! Glückwunsch. Ah, there you go. It's like this. To do that, and before you... My con, I figured you'd want... Vicky! Oh, mit den Namen fühle ich. Double-edged sword. Heck of a gamble. Betray you after that. Besides me... We? Ah, but tell you what. Dicky, den fühlst du? Okay, ich stelle keine weiteren Fragen. Das heißt Lea, nicht Ellie, ey. Looks like an abandoned settlement. Whatever happened here. Hopefully we can get to the bottom of it. Okay, die Quest reicht doch ein bisschen weiter jetzt. Sollen wir die dann vielleicht erstmal noch nicht machen? Nee. Ich stehe ja schon bei dem Häuschen hier hinten. Bei für verbotene Insel? Nee, für Verbot auslösen. War 300 Meter von euch. Na komm, Questpunkt, du kriegst es hin. Was ist denn das hier für ein Wasser? Weg. Oh, mein Motorrad hat mir Feuer
unterm Hintern gemacht. Rot? Ach nee. Na, noch das nicht ganz, aber. Ja. Aber du oben sitzen bleibst, wenn es kaputt geht, stirbst du. Oh, ich habe vergessen, euch wieder im Stream zu entmuten. Wow. Hui. Oh wow, jetzt müssen wir 1,3 Kilometer in die andere Richtung. Mit den beiden Spaltankern. Aber das ist ganz gut, dann können wir die Spaltanker direkt machen. Oder? Ja. Wir brauchen die ja sowieso. Ich weiß noch nicht, ob mein Motorrad das noch mitmacht. Mein Motorrad ist, wenn man beim Benzin schaut, beim letzten Strich um. Du hast kein Benzin dabei? Nein, nein, nicht Benzin, mein Leben. Also aufs Leben ist von, wenn man Benzin anschaut und schon weniger als beim letzten kleinen Strich. Ihr müsstet mich dann gleich bitte porten, weil mein Motorrad ist kaputt. Ja, ich weiß nicht, ob ich es bis da runter schaffe. Und bei ihm wissen wir nicht, ob er den Weg findet ohne Navi. Yep. Und mein Navi geht auch nicht. Ich fahre einfach nur geradeaus runter. Scheint so richtig zu sein. Nur die Frage, ob es mit Tor überlebt. Wieso fährst du nicht mehr? Blödes Ding. So viel Zeit muss sein. Er macht's puff und er ist weg. Er drückt. Ja, ach, das meinte er mit NPCs drücken, würgen. Ah, und den Handschuh. Deswegen sind die Handschuhe kaputt. Ja, ja, ich verstehe, ja, das macht Sinn. Ihr seid so doof. Ich hab ihn geflauscht. Gedrückt. Ja. Du hast ihn ganz dolle gedrückt. Nein, geflauscht. Oh mein Gott. Also ich bin da. Ich auch. Ich habe ein paar mehr Teleporter als du dann. Okay. Ich habe noch welche daheim. Gerade in der Mache. Ah. Dankeschön. Nein. Da oben ist die Quest. Wo ist welche Quest? Was? Da oben. Da. Hier fehlt mir noch ein Spaltanker zu aktivieren. Wo ist der? Da, wo es lila nach oben strahlt, würde ich sagen. Mir fehlt hier noch alles. Mir fehlt hier auch noch alles. Ich hab alles. Gib mir Säure. Da ist das Luftballon. Wie finde ich? Ist das witzig. Oh, ein Luftballon, den ganzen Portionviech da auch hält. Hier, Flampe. Ich muss nachladen. Da ist noch eine. Hier, Flampe. Säure, ganz viel Säure. Ich habe fast gar keine Säure gehabt bekommen. Sehr traurig. Hier oben ist eine Aufbewahrungstruhe. Mit einem Bügeleisen. Oh yeah, I need it. Und eine Kaffeemaschine. Ja, wäre geil. Krieg auch ein Bügeleisen. Nein, ich krieg eine Smartwatch und einen Schutzanzug. Ja. Ich habe ein Poster gefunden. Ah, okay, jetzt müssen wir wieder 1,1 Kilometer in die andere Richtung. Ich glaube, wir machen hier erstmal die Spaltanker und so fertig. Ja. Der Spaltanker wäre ich dabei. Oh, ja. Die Truhe ist oben auf der Kirche. Warte, dass ich... Was? Die Truhe ist oben auf der Kirche. Welche? Ja, die mystische. Ach so. Da läutet irgendwas. Die Kirche habe ich kontrolliert.
Hier ist eine kleine Aufbewahrungstruhe. Da ist wieder ein Fernseher. Stirb. 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 Nochmal. Stirb. 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 Muss mal. Hier ist eine Ausrüstungstruhe. Nice. Du kannst auch die Bäume hier zerstören, die geben auch Dings. Säure. Oh, krass. Aber es ist halt genauso wie. Also nicht die Bäume, sondern diese Viecher, die aussehen wie Bäume. Ja. Hier, das Viech hier, hier, das hier. Das hier sieht irgendwie frei. Ach, das ist das Licht, okay. Waffenkiste? Nicht in das Licht gehen! Oh mein Gott, das ist ein kleiner. Ganz ein kleiner. Flammenresonanz mit. Säure! Ach, ist das cool, dass man da immer looten kann. Das ist schon alles. Das ist cool, dass man hier echt alles nochmal anlooten darf. So, wie kommt man jetzt auf die Kirche? Da ist hier hinten eine Truhe, eine Leiter. Hier ist eine Leiter. Okay, ich komme von der anderen Seite. Da kannst du aber lang rennen. Die ist groß. Ich habe den Spaltanker gefunden. Den Weg rein. Ich bin zu schwer. Tot, tot. Tot, tot. Tot, tot. Geil. Voller Pack. Und wieso bist du zu schwer? Ja, weil ich zu viel Zeug gesammelt habe. Jetzt über die ganzen Seiten. Über die ganzen. Jetzt kommst du die Leiter nicht mehr hoch. Doch, aber ich bin arsch langsam. Tja. Und es wird ja nicht besser, wenn ich hier die Kisten loot. Eine Armbrust. So, Spaltanker. Eine Armbrust. Recure. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Könnt ihr euch irgendwo sein? Da. Wo? Wo bist du? Da hinten. Oha, ist das weit weg. Das ist gerade ums Eck. Du musst jedoch alles töten, das gibt Säure. Wir brauchen Kilo weiße Säure. Ja, tonnenweise. Säure. 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 Ich laufe einfach hinterher und loote. Ja, ich bin ein bisschen langsamer als ihr, das passt aber schon. Naja, wir sollen unsere teure Munition wegballern. Das funktioniert doch so, dachte ich. Verstehe ich jetzt nicht. Hat seine Hand am Kopf gehabt. Geht die Krise. Hör auf die Hand am Kopf. Was will ich? Nee, der Feind. Hier ist eine Aufbewahrungskiste. Ich komme. Also nein, ich krieche. Hier wird nichts gebetet, geboten, gebeten, beten, keine Ahnung. Gebetet. Betet. Oh, oh, und ganz im Norden ist noch eine Quest. Ganz im Norden? Hinterlassenes Vermächtnis. Ach, wir sollen wieder hochgehen, wo es verlassen ist, wenn wir es. Ja, genau. Wie weit im Norden denn bitte? Ich sehe nicht. 280 Meter. Ich sehe doch nicht. Auf der Karte? Die?
Vermutlich habe ich das schon. Wie gesagt, ich war in den Dörflern schon. Jo. Ach, hinterlassenes Vermächtnis, ja, das habe ich auch. Ich glaube, da oben ist irgendwo so ein Haus mit so einem Bild, wo man bußen muss. Was? Da oben ist irgendwo ein Haus mit Bild, wo man so eine Figur macht, ein Emote macht. Ah. Geht auch dran. In der Quest, wenn man sich wundert. Mein Essen ist da. Ich spiele heute den G-Simulator. Oh. Uff. Alles explodiert. Und jetzt den Schwimmsimulator. Und vielleicht auch den Untergeh-Simulator. Den Tauchsimulator. Mhm. Oder den Verreck-Simulator. Ob du da könntest du bitte hier hochklettern? Könntest du bitte hier hochklettern? Dankeschön. Ob du ertrinkst, wenn du da. Ich glaube, man kann gar nicht an diesem. Also weiter runter als bei mir, jetzt geht's quasi gar nicht mehr. Glaube ich. Ich meinte mit ertrinken, ob man dich dann überhaupt wiederbeleben kann. Oh, da macht einer den Boss. Hallo. Hallo. Hinter noch ein Schuss drauf. Oh. Antwort. Aber ich habe Schüsse drauf gemacht. Das ist gut, oh. Ich habe auch die Erfahrungspunkte bekommen. Loot, Loot, Loot. Du klaust ihm den Loot. Naja, ich geht alle im Weg. Hier drin ist eine Kiste. Hier in dem Kreis. Jo. Ich komme schon. Oh, explosiver Splitter. Oh, hier ist so ein lila Ding. So eine Hortruhe. Oh, ja. Hab ich schon alles. Und hier müsste die Quest sein, hier drin in dem Haus, glaube ich. Ja. Hier sind, glaube ich, zwei Quests. Oh ja, ich habe ein. Ich habe ein irgendwie Modell oder so erhalten. Ja, Modell 7. Ah, ich will doch nur dein Zeug klauen. Ich muss mich doch nicht angreifen. Siehst du das erste Mal diese Gesichtsspinnen? Nein. Was, nein? Ah! Stirb, 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 stirb! Oh! Was ist denn hier los? Ein paar Spinnies. Aber die Gesichtsspinnen sind echt scheiße. Die machen zwar keinen Schaden, aber die vernebeln deine Sicht. Du siehst halt einfach nicht. Wie muss ich die denn ausrichten? Ach so, ah, okay, easy peasy. Einfach alle so drehen, dass es lesbar, ein lesbares Wort von vorne ergibt. Ich weiß nicht, ob es ein Wort wird, aber Buchstaben sollen lesbar sein. Und kein verdrehtes U oder D. Ja. Karte eines Rosetta Forschungsinstituts. Ja, und hier hinten habt ihr noch ein. Trefft mich an. Ein Insekt? Hier. Komm, was haben Luft. Wir da hinten? Da ist auch noch ein, so eine Quest. Wo? In dem Haus da. Müsste Bild ansprechbar sein. Falsches Haus, aber. Ja, weil es gerade markiert war. Ja, da drin ist auch noch eine Kiste. Ah. Und in dem Haus muss ich auf jeden Fall zurückgehen, kurz. Ist da eine Quest? Ah, bei ja, mir genau. Auf jeden Fall. Hä? Was? Nee, dass da eine Quest angezeigt wird, meine ich. Achso. Ja, sie quatscht schon mit dem Bild. So, was muss ich hier jetzt nochmal machen? Das Grüßen.
Er finde mit Hilfe der Schatzkarte, den Schatz steht bei mir gerade. Achso, du hast dich nicht ausgewählt. Ich glaube, irgendwie grüßen oder zwinkern oder irgendwie sowas. Wie kann ich denn Hallo sagen? Wie heißt die Quest? Ein Künstlerschlüssel. Ja, da hinten. Trauriges Porträt. Ja, da hinten ist sie. Nice. Ja, und die... 46... Ja, dann ab nach Hause oder was? Oh ja, bitte. Ich kann mich keinen Millimeter mehr bewegen, gefühlt. Ich bin so voll. Yay, 48. Und überladen bist du auch noch. Oh, wow. Oh, wow. Der war so kacke. So voll. Oh, schön, jene. Dass es dir wenigstens selber auffällt. Klar, sonst würde ich dir nicht prägen. Die habe ich gar nicht gesammelt, nur 57 Teile zum Zerlegen. Ich muss unbedingt meine Waffe reparieren. Oh ja, ich auch. Gut, dass du es sagst. Ja, bevor ich die ganzen Teile wieder verballer. Ja. Wäre ungut. Oh, die Hose. Hab ich. Okay, die beiden. Okay, das brauche ich die schnell. Habe ich alles auf 5? Noch die Hose. Okay. Und ich die nicht. Ich habe leider keine. Warte mal. Oh. Danke, Dampfer. Schönen Abend dir noch und viel Spaß auf der Couch, was auch immer du da treiben wirst. Viel Spaß auf der Couch. Das ist strapazierfähiger. Kann nicht sehen, zu welchem Set es gehört. Weg. Ach, strapazierfähig. Dann nehme ich doch die hier. Habe ich noch eine lila Hose? Leider nicht die richtige, oder? Speerset. Davon habe ich aber auch schon eins. Oh, das war aber eine blaue Hose. Das war gar nicht so schlau. Die kann ich sowieso nicht ausrüsten. Dann nehme ich die hier. Guti. Warte. Ich kann doch noch. Nee, kann ich nicht. Das ist ja höchst tragisch. Ich hatte gehofft, dass ich die Sachen hier jetzt noch irgendwie... Die kann ich verbessern. War ja auch nur die blaue... Nee, das war die lila Hose. Hast du dir die Pizza geklaut? Nein. Die war die ganze Kau hier. Hat der Hund Pizza geklaut? Die Ränder von Jackies Pizza, ja. Und jetzt, da sie so sehr weiß, dass sie was falsch gemacht hat, geht sie automatisch in ihr Kennel. Hehe.
Finde ich lustig. Ja, komm raus. Da hat jemand Kacke gebaut. Dieser Hund macht mich wahnsinnig. Aber wie hat er es geschafft, Pizza zu klauen? Liegt die auf dem Boden oder was? Nee, auf dem Tisch. Ja, anscheinend war sie nicht die ganze Zeit bei dir. Jetzt habe ich keine Haut mehr, ich krieg's Kotzen hier. Ja, die Haut verbraucht sich leider zu schnell. Ich hätte mir Rehe töten sollen. Aber ich habe doch jetzt schon wenigstens eine Sache hergestellt, oder? Ich bin doch jetzt nicht ganz Banane. Fuck. Oh, ich habe Cortex Stufe 3. Sag mir, dass du dumm bist, ohne mir zu sagen, dass du dumm bist. Herzlichen Glückwunsch, sie haben es geschafft. Du hast die Waffe zerstört? Nö. Das habe ich schon mal geschafft. Oh, nee, Moment, ich habe die gar nicht her... Ich bin einfach nur verwirrt. Okay. Deswegen? Auch einfach nur so. So, jetzt kann ich doch die Hose kann ich nicht erstellen, weil mir immer noch eine Haut fehlt. Möchte sich einer von euch die Haut über die Ohren ziehen lassen, damit ich ein bisschen was hab? Lass mal stehen, du. Ah, ich dachte mir sowas. Ah, ärgerlich. Häschen geben wahrscheinlich keine Haut, ne? Nee. Oh, vielleicht kriegst du den Hasen. Der sammelt dann für dich Haut. Ja. So viel Glück habe ich nicht, den krieg ich sowieso nicht. Du könntest auch einfach hier zu meiner Station mit den Mats gehen und dann... Ah ne, du bist ja arschweit weg. Ich will euch nicht einfach ständig eure Sachen klauen. Naja, der Hase liefert. Na, passiv. War schon lange nicht mehr jagen. Wobei, die ganze Zeit Teleporter zu bauen, wirst du auch langsam. Ja. Oh, da müsste ich nochmal reingucken. Ich habe heute noch überhaupt keine Materialien abgefarmt. Ich überlege schon noch, dass ich ein paar von meinen Minern wegtue, weil ich die nicht mehr brauche. Weil die sammeln mir eh nur Kupfer, Stahl, Eisen, also. Ja, da muss man dann wirklich den Erzdetektor bauen. Und dann eine Mining-Plattform, weil du darüber direkt bestimmen kannst, was sie herstellen sollen. Okay, na ja, muss ich wohl machen. So, zum Beispiel dann in deinem Gebiet findest du was mit Wolfram oder so. Sehr gut, ja. Ich weiß auch nicht, warum. Aber dann muss ich erstmal Metalldetektor bauen. Oh, sonst laufen hier doch auch immer so Kagree rum. Das ist doch normal. Das ist bei jedem Spiel, das, was du suchst, findest du nicht. Oh ja. Da hinten lief doch gerade was. Irgendwas auf vier Beinen. Wölfe. Ja, es tut mir leid. Was? Ich darf nicht, aber du kriegst jetzt einfach Wölfe. Warte mal, das sind aber keine normalen Wölfe. Ah, die gehen auch hart. Ach doch, es waren auch normale Wölfe. Aber nicht nur. Was? Die haben sich gepaart mit anderen Wölfen? Ja. Yep. So. Stufe 45. Sternstaubabbauplattform. Sternstaubplattform erhöht den Bergbauertrag um 20%. Kann in einer Verschmutzungszone Sternstaub abbauen. Das hört sich gut an. Silberplasma-Raketen. Das hört sich teuer an. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich mein Haus noch fertig bauen muss. Mir fehlt irgendwie noch der Schlafbereich. Wo
Guck, meine ganzen Zellen stehen draußen vor der Tür noch. Maske, Schuhe, Hose in der Reihenfolge. Weil meine Maske ist noch Stufe 2. Was? Helm, Brust, Hose? Nein. Maske, Schuhe, Hose. Aber die kann ich sowieso nicht alle bauen. Was war das? Nicht? Hast du dich etwa erschrocken? Nein, ich hab mich aufgeregt. Ach so. Dieses blöde Dreieck vor diesem Haus, das wollte nicht einfach dorthin, wo es hin soll, vom Dach. Das ist doch immer so. Aber es gibt ja eigentlich schon eine vereinfachte Variante, das zu machen. Hm? Wo ist es hin? Ach, surfe die Blade. Du kannst ja mit Shift drehen und dann hüpft er ja jegliche Position nach. Ja. Wenn es dann richtig funktionieren würde. Hat doch funktioniert schon. Also einfach nur hinschauen auf die Wand, die du haben willst, und da drehst du einfach. Ja. Solange du so hast. Dann macht das trotzdem nicht. Das ja, ab und zu schon. Wow, ich habe eine Stufe 5 Ausrüstung, die ist zwar absolut zusammengewürfelt und absolut nicht darauf angepasst, was ich hier gerade für Waffen spiele, aber ich habe zumindest schon mal Stufe 5 Ausrüstung. Glückwunsch, jetzt überlebst du im Gebiet ein bisschen besser, weil du mehr Widerstand hast. Genau. Und so, in dem Bereich Anbau, Fenster. Da, 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 da. Da, 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 da. Ja, ich suche mal währenddessen ein bisschen Wolfram. Ich baue gerade Fenster ein. Zuschauer, ich wünsche dir eine gute Nacht, schlaf gut und dann bis morgen. Gute Nacht. Und danke fürs Dabeisein. Bye bye. Du hast den Mobbing-Prozess glorreich unterstützt. Dafür danken ich und 9 andere dir. Der 10. fühlt sich in dem Fall ein wenig benachteiligt. Hä? Was denn? Der hat eine Burg gebaut, wie geil. Oh ja, das sieht echt gut aus. Oh. Überall Scheiben reingesetzt, wo Scheiben fliegen. Holy Macaroni. Wo ist mein gammeliges Bett? Das sieht doch schon viel besser aus von der Rüstung her. Und wie sieht das mit der Munition aus? Da reden wir nicht drüber. Also. Ach genau, ich wollte dieses komische Dingsbums noch bauen für... hier diesen Ressourcendetektor, das war der doch, oder? Nee, Erzdetektor heißt der.
Wo finde ich denn den? Ganz unten bei Bergbau. Hm, vorbei. Ne, ein bisschen nach oben. Aber der heißt auch Erzdetektor. Bisschen nach oben. Rechts. Ja, das war der. Der heißt Ressourcendetektor. Oh. Oh, sorry. Echt mal. Mensch. Nichts drauf, außer Zahnbelag und Haare. Aber danke für die Hilfe. Dafür habe ich Pommes, im Gegensatz zu dir. Ich hatte eben eine geile Pizza. Ich habe morgen frei. Ich nicht. Ich hab nächsten zwei Wochen Touché. Oh. Ich habe in zwei Wochen Urlaub. Ja, ich hab jetzt halt zwei Wochen. Das ist geil. Ich hatte gerade erst. Heißt wohl, dass der nächste Urlaub noch ein bisschen entfernt ist. Ja, zwei Tage im September für Satisfactory und eine Woche im Oktober. Du bist echt frei für Spiele? Selbstverständlich. Hä? Ich verstehe die Frage nicht. Starfield habe ich in einer Woche durchgespielt. Ich habe es noch nicht mal angespielt. Wo ist denn jetzt der Ressourcendetektor? Habe ich den nicht eingesammelt? Doch. Ist das gut? Sollte ich eigentlich hier sein? Jein. Jein geben, ja oder nein? Also, es gibt Aspekte, die echt Spaß gemacht haben, wie zum Beispiel, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, war der Schiffbilder, den du da drinne hast. Und das durch die Gegend fliegen und kämpfen. Aber die Missionen waren auch in Ordnung. Aber alles, was du in Fallout und in Skyrim zum Beispiel hast mit dem Entdecken und so weiter, das war für den Arsch. Das war non-existent. Okay. Also du hast zwar auch was entdeckt, aber bei Starfield ist das so, dass die Planeten, die generiert werden, immer nur ...2,5 oder 5 Kilometer große Kreise sind, in denen du dich bewegen kannst. Und portest du dich 2 Meter daneben, ist das ein komplett anderes Gebiet. Und der Planet bestimmt nur, wie das prozentual generiert wird, und das war's. Das heißt, du kannst da zwar durch die Gegend laufen, aber begegnest eigentlich nur prozentual generierte Sachen. Oh, okay. Aber ist, wenn man No Man's Sky zockt, schon was anderes. Auf jeden. Bei No Man's Sky wird mir nur ein, wie heißt das gleich noch? Ein vernünftiger Schiffsbauer fehlen. Und richtige Quests. Oh mein Gott, wir haben schon wieder 10 Uhr. Ja. Cool.
So, ein so ein Ding kann ich noch auswählen. Hm. Kleiner Tipp noch, wenn ihr auf Escape drückt, da gab's doch mal diesen Season Pass, ne? Mhm. Auch wenn nichts angezeigt wird, klickt mal auf alles abholen. Hä? Wo? Season Pass, Season Pass, Season Pass. Hier, der hier an der Seite. Oh. Mhm. Da gibt's so ein paar Sachen immer noch als extra. Das finde ich cool gemacht. Das hat mich zum Beispiel bei New World immer gestört beim Season Pass. Wenn du durch warst, konntest du halt weiterhin Aufgaben machen und Erfahrungspunkte verdienen, aber es hat dir de facto gar nichts gebracht. Mhm. Also nicht mal irgendwie, dass du ein bisschen Geld dafür kriegst oder so. Es hat einfach nichts gebracht. Das ist doch angenehm. Hm. Das sieht doch schon mal ganz schön aus. Auf jeden Fall besser als eben. Was nicht schwer ist. Oh, jetzt habe ich mein Haus auch mal beleuchtet. So, was ist das denn für ein Mod? Der ist für... Außerhalb des Kampfes erhältst du alle 5 Sekunden einen Stapel, der deine Schadensverringerung von 10% gewährt und 5-mal gestapelt werden kann. Bei einem Treffer... Hallo? Bei einem Treffer wird ein Stapel entfernt. Oh, das ist ja cool. Das möchte ich haben. Julio. So, weil Mods kann ich auch mal ein paar zerlegen. Obwohl ich erstmal die blauen, grünen und weißen zerlegen möchte. Zerlegen. Kann ich die, die ich jetzt ausgerüstet habe, nämlich aufwerten. So, dann möchte ich den hier gerne noch aufwerten. Wunderbar. Sehr gut. Mhm. So, jetzt, ich suche mir schon mal jemanden raus, an den ich weiterleiten kann, weil ich werde jetzt gleich definitiv Feierabend machen. Oder machst du noch weiter, dann leite ich an dich weiter. Nee, ich werde auch Feierabend machen. Okay. Aber dann, ja, würde ich auch Feierabend machen. Dann würde ich gleich an dich weiter raiden. Und dann macht man so ein Duel-Ding. Dann leite ich euch wieder an Pinky weiter, die streamt gerade wieder Conan Exiles. Das spielt die echt exzessiv, oder? Das und Ark aktuell, ja. Oha. Zwei Survival Games, okay. Krass. Aber das alte Ark. Jetzt hätte ich fast Let's Play Oink gestrichen. So, ich würde mich dann verabschieden. Ich
danke für eure Aufmerksamkeit. Wir raiden es jetzt zu Manie rüber oder Ellie, wie auch immer ihr sie nennen wollt. Ja, und dann wünsche ich euch eine gute Nacht, einen angenehmen Abend und dann bis morgen. Mal gucken wann. Ich denke mal so 15 Uhr. Tschüss und auf Wiedersehen.